Ja, willkommen zu einem neuen Video auf Schwert der Wahrheit, aber sicherlich auch auf anderen Kanälen, weil wir dieses Video frei teilen. Ich hatte das schon angekündigt, die Elefantenrunde, die jetzt tatsächlich zustande gekommen ist. Ich freue mich riesig, bin auch ein bisschen aufgeregt, muss ich sagen, in so illustrer Runde. Ich darf herzlich begrüßen Oliver Janich, Professor Franz Hörmann, Rico Albrecht und Ludwig Gartz und die Nitya, die heute für uns aufzeichnet. Herzlich willkommen. So, vielleicht für diejenigen, die ich eben genannt habe, noch nicht so gut kennen, vielleicht kurz eine Vorstellung. Also der Olli, ich darf ihn mal kurz vorstellen, so wie ich ihn sehe, steht für den libertären Gedanken, versteht sicherlich sehr viel von Geld, auch von Kryptowährungen, vertritt die österreichische Schule. Und würde wohl sagen, dass der Staat die Wurzel des Übels ist. Olli, willst du dich kurz vorstellen? So ist es ja. Früher Mainstream-Steuer ist, das wisst ihr alle. Und ja, ich würde den Staat am liebsten ganz auflösen. Ich weiß nicht, ob wir dazu heute noch kommen. Dann will ich als Nächsten vorstellen den Professor Franz Hörmann, für mich der Visionär. Er sagt, Mangel ist Illusion, wir leben im Überfluss und im Überfluss werden wir kein Geld mehr benötigen. Wie geht der Weg dahin? Hallo Franz. Ja, hallo Jens. Danke, dass ich dabei sein darf. Ich kenne ja die meisten von euch schon aus verschiedenen Gesprächen, einige auch schon persönlich und freue mich da, mich einbringen zu können. Mein Versuch wird es sein, einen etwas weiteren Blickwinkel einzubringen, der sich nicht bloß nur auf das Geldsystem fokussiert. Wenn Oliver gerade gesagt hat, er möchte am liebsten den Staat abschaffen, da finde ich mich schon gut zu Hause mit dieser Sichtweise. Da können wir gemeinsam dran arbeiten. Dann will ich vorstellen Ludwig Gartz. Ludwig Gartz hat mich persönlich sehr weitergebracht mit seinen Büchern, die er geschrieben hat. Er bezeichnet das Geld, unser Geldsystem als eine tragische Fehlkonstruktion. Ich bringe kurz ein Zitat aus dem Buch Fließendes Geld, die Geburt des goldenen Zeitalters. Das herrschende Geldsystem wirkt wie ein tiefer liegendes Gesetz. Im Falle eines Zinssystems verhindert es wirkliche Demokratie. Im Falle zinsfrei fließenden Geldes stellt es sie sicher. Ludwig hat sehr interessante Bücher geschrieben dazu, dass J.R. Tolkien uns versucht, mit seiner Geschichte Herr der Ringe etwas zu erzählen. Ludwig, was ist der eine Ring und wo stehen wir gerade? Guten Morgen. Hallo, ja, danke auch, dass ich dabei sein kann. Ist ein sehr komplexes Thema. Mein Hauptthema von Anfang an war die Verknüpfungen zwischen unserem Geld und dem menschlichen Bewusstsein aufzuzeigen, dass also wenn wir kollektiv in einem, sagen wir mal, dysfunktionalen Bewusstsein leben, dass das dann auch ein entsprechendes Geldsystem nach sich zieht und dass wir dann zwei Bereiche haben, in denen wir arbeiten. Einmal das Bewusstsein und einmal das Geld, das man separat beleuchten kann und muss auch, dass man zum einen zeigt, woran es liegt, dass unser Geldsystem die Welt so, sagen wir mal, dysfunktional gestaltet, wie es das tut, und dann auf der anderen Seite zeigt, ja, warum machen wir das? Und ich habe damals nach Bildern gesucht, weil also ich habe die Wirkung unseres Geldes erstmal logisch abgeleitet und dann nach Bildern gesucht, um auch die Bildebene zu bedienen, die Zusammenhänge bildlich verständlich zu machen, bin dann immer wieder zu den Figuren des Herrn der Ringe gekommen, habe dann erkannt, dass da die Dynamiken sowohl die im Bewusstsein eine Rolle spielen, als auch wie sie sich in unserem Geldsystem widerspielen, sehr gut abbildet. Also beide Ebenen, und dass man das anhand gerade der Tolkien'schen Symbolik sehr deutlich machen kann. Und wo wir gerade sind, ist eine sehr weitführende Frage. Ich glaube, das geht, würde jetzt gerade zu weit gehen. Die zentrale Symbolik im Herrn der Ringe ist, dass ein Sauron da ist, der den einen Ring schmiedet, um alles zu versklaven. Und das ist einmal im Bewusstsein das menschliche Ego, das dazu neigt,
die eigenen Schuldgefühle zu projizieren und Systeme zu kreieren, die, wo Schuld immer projiziert wird. Das heißt, wo wir selber immer Recht haben, wir selber die Dinge richtig sehen und alles, was davon abweicht, ist falsch, ist inkorrekt und ist Schuld. Und das sind Dynamiken, die sind eingebaut in alle Ideologien, in alle Religionen, die dazu neigen, ja, wir haben die wahre Lehre, alle anderen sind im Irrtum. Das ist letztlich auf einer tiefer liegenden Ebene das menschliche Bedürfnis, die eigenen Schuldgefühle so zu projizieren, dass man selber immer im Recht ist und die Schuldgefühle dadurch bewältigt, dass man sie einfach projiziert, dass anderen schuld sind. Und ich selber habe damit nichts zu tun, mit dem, was nicht funktioniert in der Welt. Und wenn das alle machen, hat man halt dieses jeder gegen jeden. Man kann sich einer drüber setzen, der dieses jeder gegen jeden nutzt und alle beherrschen kann. Und das ist das, was wir in der Welt auch sehen. Ja. Und das involviert natürlich das komplette, das kollektive Bewusstsein der ganzen Menschheit. Und wo wir analog zum Herrn der Ringe stehen, das ist eigentlich der Punkt der tiefsten Dunkelheit, wo alles spitz auf Knopf geht, wo eigentlich keine Hoffnung mehr da ist, dass sich das Ganze zum Guten wendet, wo dann aber Dinge passieren, die das Ganze dann doch noch in eine positive Richtung lenken. Das sieht ja fast so aus, als wären wir im Moment so ein bisschen an diesem Zeitpunkt angelangt. Es gibt so viele Menschen, die denken, wir sind so hoffnungslos verloren, das Ganze kann eigentlich nicht mehr gut gehen, aber ich denke, es gibt noch Hoffnung und es wird auch gut gehen, aber wir sind in einer sehr, sehr dunklen Zeit und wir stehen nahe vor einer Diktatur im Moment. Ja, ich will weitergehen. Rico Albrecht dürfte vielen bekannt sein von der Wissensmanufaktur Plan B, Andreas Popp, der da eine wichtige Rolle spielt. Da geht es ja auch um die Zinskritik, um den sogenannten Plan B, wo auch eine Bodenreform eine Rolle spielt und für mich etwas ähnlich so wie das, was ich gelesen habe bei Peter Heisenko in der humanen Marktwirtschaft. Rico, wie würdest du dich kurz vorstellen wollen? Ja, hallo Jens, erstmal vielen Dank auch für das Attest, möchte ich erstmal noch sagen. Ja. Dankeschön. Ja, weil ich gehe jetzt auch gerne mit, also natürlich ohne Maske einkaufen und ein bisschen in der Tasche zu haben. Das zeigt schon, das gibt einem das nötige Selbstbewusstsein, dass man überhaupt gar nicht angequatscht wird und das hat bis jetzt immer sehr gut funktioniert. Also, gut, zum Thema Plan B, da haben wir in der Wissensmanufaktur 2011 ein System vorgestellt als Alternative. Damals sollte ja alles alternativlos sein und wir haben gesagt, ja, es geht eigentlich schon auch anders. Es geht schon alternativ und wir sehen es auch nicht so pessimistisch, wie jetzt eben gesagt wurde, dass wir hier kurz vor einer Diktatur stehen. Im Gegenteil, ich denke, gerade jetzt in dieser Corona-Krise mit der ganzen Manipulation, die jetzt hier läuft, da wachen so viele Menschen auf und fangen dann an zu hinterfragen. Und dann kommen sie auch aufs Geldsystem und andere Dinge und stoßen dann wahrscheinlich. Jetzt ist bei mir der Ton weg. Bei mir auch. Ja, auch. Das Bild ist eingefroren. Ich fürchte, seine Verbindung ist jetzt abgebrochen. Ja. Bei mir ist alles okay. Ich würde sagen, wir machen trotzdem fließend weiter. Gibt es denn in dieser Runde jemanden, der das derzeitige Geldsystem für gut hält? Ich habe Dirk Müller mal sagen hören, das wäre das Beste, was die Menschheit sich bisher ausgedacht hat. Das sehe ich jedenfalls nicht so. Können wir uns darauf einigen, dass das so, wie es im Moment läuft, in die Katastrophe läuft? Ich möchte das jetzt gerne so frei haben, also nicht, dass ich dir das Wort erteile, sondern dass einfach alle sich zu Wort melden. Ich hoffe, dass ich bin auch noch nicht so geübt als Moderator oder eigentlich gar nicht. Das ist, finde ich, keine gute Idee, weil dann quatschen wir alle durcheinander. Also versuch die Leute bitte anzusprechen, aber ich springe jetzt gleich mal rein in die Lücke. Okay, danke. Also ich finde das jetzige Geldsystem auch schlecht und zwar vor allem, weil es ein Schwundgeldsystem ist. Und ich weiß nicht, mindestens zwei in der Runde oder wenn nicht sogar drei schlagen ja ein Schwundgeldsystem vor. Der Unterschied ist nur, dass bei uns der Schwund eintritt, indem immer mehr Geld produziert wird und dadurch der Wert des Geldes sinkt und im Schwundgeldsystem das Geld direkt weniger wert wird. Und genau das ist das Problem, weil das nämlich einen Wachstumszwang enthält, weil ich dann das Geld ausgeben muss und in einem freien Geldsystem wird das Geld nur ausgegeben, wenn es auch tatsächlich wertschöpfend angelegt werden kann. Das heißt, wenn irgendjemand etwas produziert, was Leute auch abnehmen. Und dieser Mechanismus ist gestört, unter anderem durch die Zentralbank.
weil die einen Zins für alle vorgibt. Der ist meistens zu niedrig, das heißt, der führt zu Fehlinvestitionen und zu Überinvestitionen. Und daran krankt das Geldsystem. Deswegen bin ich wie alle Kritiker des Systems, aber ich kritisiere die Dinge, die in den anderen Systemen auch meiner Meinung nach mit drin sind. Olli, wenn ich dich gerade so habe, würdest du auch mir zustimmen? Ich habe die Idee aus dem Buch The Bitcoin Standard, dass geradezu so eine Art Gehirnwäsche betrieben wurde, um die Leute vergessen zu lassen, dass im Goldstandard der Belle Epoque die Sache eigentlich ziemlich gut gelaufen ist, weil es eine völlig freie Kompatibilität der unterschiedlichen Nationalwährungen gab und der Handel frei geflossen ist und dass man dann geradezu große Summen Geld investiert hat, um ja, um den Goldstandard zu verteufeln und dann sozusagen diese Zentralbank-Staats-Liaison als der Weisheit letzter Schluss darzustellen. Ja, also genau so war es. Also Gold hatte den Vorteil, dass es eben nicht mit Zinsen in die Welt kommt, sondern eine Ware ist, die unabhängig von einem Zentralbankensystem funktioniert. Ich selber bin nicht für den Goldstandard, da kommen wir später noch dazu, sondern eben für freie Wahl. Und das wurde schrittweise abgeschafft. Also dann gab es einen Gold-Silber-Standard und dann wurde Silber attackiert, soweit ich das historisch im Kopf habe, dann wurde Gold attackiert und am Schluss wurde die Goldbildung komplett aufgehoben und damit 1971, glaube ich, und damit begann die Explosion der Geldmenge und die Inflation, die enteignet vor allem den Mittelstand und die ärmeren Leute und das Geld fließt von, wie der Andreas Popp das immer so schön sagt, so von fleißig nach reich, was auch zusätzlich passiert durch Regulierung, das große Unternehmen bevorteilt durch Besteuerung, die dem Mittelstand das Geld wegnimmt und auch in die Taschen der großen Unternehmen und der Banken, die ja über die Besteuerung muss der Staat die Staatsanleihen bezahlen und so weiter und so fort. Und ja, das hat alles mit dem Geldsystem zu tun. Der Staat könnte sich gar nicht so verschulden, wenn es kein Schuldgeldsystem gäbe. Ja, das hat ja auch, dieses System hat ja wohl auch zu einer Erstarkung und zunehmenden Machtkonzentration auf den Staat geführt, so wie ich es verstehe. Genau, weil also zum Beispiel die Kriege werden mit dem Goldstandard schwerer zu finanzieren, weil der Punkt ist, wenn Kriege geführt werden, dann müsste man eigentlich, man könnte zum Beispiel ein Verschuldungsverbot einführen, was natürlich nie eingehalten wird, aber eigentlich gibt es das auch in Deutschland, ja, dass nur in Notfällen verschuldet werden darf, der Staat sich verschulden darf. Aber er kann den Schmerz sozusagen nach hinten verschieben. Das sehen wir jetzt auch in der Corona-Krise. Wenn die jetzt sofort die Steuern erhöht hätten, noch in der Krise, das Unheil, das sie angerichtet haben, da hätten die Menschen sofort gemerkt, ja, Moment mal, das funktioniert ja nicht. Jetzt gehen sie einfach in die Verschuldung, ja, also schon seit Jahren und Jahrzehnten. Und spätere Generationen haben das dann abzuzahlen. Und das ist ein Riesenproblem, weil die Politiker nichts anderes machen, als Dinge zu versprechen, die sie nicht halten. Aber sie können sie mit frisch gedrucktem Geld die Probleme in die Zukunft verschieben. Ja, Rico Albrecht und Ludwig Gartz, würde ich mal annehmen, sind jetzt ganz anderer Meinung. Was sagt ihr dazu? Warum läuft es so schlecht im derzeitigen System? Ich würde das gerne aufgreifen, nochmal von Olli, den Punkt, denn wenn der Goldstandard das Problem wäre, dann wäre ja mit der völligen Abschaffung des Goldstandards alles besser geworden. Seitdem ist aber alles nur noch schlimmer geworden. Wie kommen wir dann zu dieser Idee, dass der Zins das eigentliche Problem ist? Ja, also ich würde mal sagen, der Zins ist halt deswegen ein Problem, weil er zu einer Exponentialfunktion führt. Das heißt also, dass diejenigen, die viel haben, automatisch immer mehr dazu bekommen. Das heißt also, ein System, was auf exponentiellem Wachstum basiert, das muss irgendwann mal so starke Spannungen hervorrufen, dass es dann immer wieder solche Krisen gibt, in denen dann auch wieder Vermögen vernichtet wird. Und deswegen sind wir auf der Suche nach einem nachhaltigen System, was in sich rund läuft. Das heißt also, wo die Exponentialfunktion rausgenommen wird. Und das ist mein Hauptanliegen. Und da denke ich, könnte sich das fließende Geld dafür eignen. Deswegen haben wir das auch im Plan B mit aufgenommen. Und der besteht ja auch aus 4 Komponenten, die das dann Ganze noch flankieren, wo die anderen 3 das noch flankieren sollen. Im Prinzip geht es darum, dass Reichtum exponentiell wächst. Und da brauchen wir irgendeine Kraft, die
also nicht uns alle gleich macht, also kein Kommunismus oder so, sondern die tendenziell entgegenwirkt, sodass halt, wenn eine bestimmte Kapitalkonzentration erreicht wird, es nicht leichter wird, immer noch mehr dazu zu bekommen, sondern tendenziell schwerer. Also das ist einfach so eine Gegenkraft, ja, gegen diese Vermehrung des Kapitals, diese exponentielle Vermehrung. Das ist so mein Anliegen, mit dem ich meine, dass wir dann auch diese Kapitalkonzentrationen, die dann ja auch wieder Einfluss nehmen auf die Staaten, verhindern, dass die sich gar nicht so stark bilden können. Die können sich schon bilden, also wer fleißig ist und viel leistet, der kommt schon auf einen gewissen Standard, aber ab einer gewissen Größenordnung geht es nicht von alleine, so dass man quasi automatisch immer reicher und mächtiger wird, sondern da wirkt eine Kraft entgegen, die das Ganze ein bisschen ausgleicht, sodass eine Nachhaltigkeit reinkommt. Ja, Ludwig, hast du... Ja, ich denke auch, dass es nicht möglich ist, ein Geld gegen Zinsen zu zirkulieren, ohne dass dann automatische Umverteilungsmechanismen entstehen, also ohne dass eine fortlaufende Umverteilung von unten nach oben entsteht, weil wenn einmal diese größeren, also es gibt immer Leute, die wirtschaftlich sehr erfolgreich sind und die eine Menge Geld verdienen, und wenn der Erfolg dann dazu führt, dass über das Vermögen mit dem Zins das dann immer größer wird, also dass die Zinseinnahmen dieser Menschen zum größten Teil erneut wieder verliehen werden können, also zu einem massiven Zinseszins führen, dann kann man nicht mehr verhindern, dass diese Kapitalsammelbecken, die dann entstehen, immer größer werden und immer mehr Geld rausziehen aus der Realwirtschaft und für immer größere Geldnot sorgen. Das kann man eigentlich nur dadurch beenden, dass eine Währung da ist, die neutral verteilt. Also neutral, das heißt, dass nicht... dass die Arbeit bezahlt wird, dass die erbrachte Leistung bezahlt wird, aber nicht das Vermögen. Und über die Zinsfinanzierung, über die zinsgebundene Finanzierung fließt immer ein sehr großer Teil des wirtschaftlich Erarbeiteten halt zu den Kapitalgebern und macht dann diese Kapitalsammelbecken immer größer. Und die sind natürlich die Ursache für die Verarmung. Und ich sehe nicht, dass das beendet werden kann, wenn man den Zins beibehält. Ich habe in den Ausführungen vom Oliver eben eine Sache nicht verstanden. Du hast gesagt, dass der Zins, also ich habe verstanden, nicht du hast gesagt, ich habe verstanden, dass der Zins, mit dem die Zentralbanken das Geld rausgeben, zu niedrig ist. Und dann hast du an einer späteren Stelle gesagt, das Problem ist aber das Schuldgeld. Aber das zinsbehaftete Geld ist doch das Schuldgeld. Also, oder was ist für dich Schuldgeld? Ja, die jetzigen Zentralbanken geben das Geld ja gegen Zinsen heraus. Das heißt, es kommt in die Welt mit einem Zins behaftet. Gold, an dem liegt kein Zins, sondern wenn ich Gold verleihe, dann will ich, weil ich eben selber das Gold nicht zur Verfügung habe, will ich mehr zurückhaben, als ich gegeben habe. Das ist auch nichts, keine Erfindung irgendwie, sondern das liegt daran, dass die Menschen eine Zeitpräferenz haben. Das heißt, die Menschen wollen lieber etwas früher haben als später. Das heißt, derjenige, der etwas verleiht, egal was das ist, der verzichtet ja auf Konsum oder eine Investition und dafür will er einen Preis bezahlt haben, weil dem anderen sie zur Verfügung steht. Das ist also etwas ganz Natürliches und ohne das ist überhaupt kein Wirtschaften möglich. Also der Zins ist ja auch der Preis für das Risiko, der wird durch die Zentralbank verzerrt. Aber je höher das Risiko ist bei dem Verleihen des Geldes oder auch beim Leihen des Geldes, desto höher ist der Zins. Und wenn das verzerrt wird, dann kommen Ungleichgewichte rein und in unserem System sind die großen Banken die Profiteure, die wiederum die großen Unternehmen finanzieren, die dann tatsächlich Einfluss auf den Staat. Deswegen ist meine Lösung für diese Machtkonzentration, die zu lösen, dass es einfach keine Staaten gibt. Denn nur Staaten können die Bürger ja zu etwas zwingen. Zum Beispiel die Regulierungen können uns zwingen, Masken zu tragen, können uns zwingen bestimmte, das nur oder können sagen, nur bestimmte Medikamente sind zugelassen und so weiter. Und das passiert ja alles über den Staat. Deswegen muss man da den Staat aus der Gleichung nach meiner Meinung rausnehmen. Also ich finde, darf ich noch was sagen? Ich finde es nicht so schlecht, den Staat rauszunehmen. Ist eine gute Idee. Nur wenn man das Geldsystem beibehält, dann wandert die Macht, die Staaten haben, dann ganz zu den Macht der großen zu den großen Konzernen. Und dann sehe ich keinen essentiellen Unterschied gegenüber jetzt. Ein Unternehmen kann einen zu nichts zwingen. Darf ich mich da kurz ad hoc einbringen? Ja,
ich sehe oder ich glaube zu sehen, wo ihr hier eure Differenzen habt, aber auch eure Gemeinsamkeiten. Ich habe ja, nachdem ich die Methodik der Bilanzen widerlegt habe, was als Rechnungswesen-Professor ein bisschen schwierig war, auch für meine Kollegen, dann das Geldsystem kritisiert, aber jetzt bin ich hauptsächlich im Bereich der Wissenschaftstheorie tätig. Wenn Oliver sagt, er hätte am liebsten keinen Staat mehr, dann rennt er bei mir insofern offene Türen ein, als ich glaube, erkannt zu haben, dass unser Hauptproblem in unserer Gesellschaft jetzt nicht einfach das Geldsystem ist oder der Staat, das sind also sozusagen die Symptome einer viel tiefer liegenden Problematik, dass wir nämlich seit über 300 Jahren, vielleicht sogar schon seit 2000 Jahren, wenn wir es genau analysieren, keine wirkliche Wissenschaft mehr betreiben. Die Leitwissenschaften unserer westlichen Zivilisation, also Ökonomie, Recht und natürlich auch Pädagogik, ja, unsere ganzen Bildungssysteme, auf die wir so stolz sind, sind nämlich sogenannte normative Wissenschaften. Und ihr müsst euch einmal genau informieren. Lustigerweise, das geht sogar über Wikipedia. Ja? Also wenn man über Biografien sich schlau machen will, besser nicht. Ja? Aber bei sachlichen Bereichen ist das teilweise sehr gut. Und normative Wissenschaft ist in Wirklichkeit eine geistige Konstruktion. Und da ist die englische Wikipedia mit Normative Science unschlagbar. Die sagt, das sind geistige Konstruktionen mit einer versteckt eingebauten politischen Präferenz. Punkt. Das heißt, unser gesamtes Rechtssystem, unser Wirtschaftssystem und auch die Pädagogik, die die Menschen gefügig macht für die anderen beiden Systeme, die sie dann quasi übernehmen, ja, den Lehrer ersetzen, ja, die sind seit historischen Zeiten eigentlich nur da, um uns die Matrix aufzubauen. Und ein wesentlicher Teil dieser Matrix ist es leider Gottes eben, an den Wert der Knappheit zu glauben. Also die Ökonomie, es gibt eine angelsächsische Definition, Economics is the optimal use of scarce resources. Und wie jeder Ökonom weiß, ein bedarfsdeckendes oder ein Überflussgut ist kein Wirtschaftsgut, weil es am Markt keinen Preis hat. Das gibt es nämlich umsonst. Ja. Jetzt müssen wir uns vorstellen, Luft im Überfluss, kein Preis. Klares, sauberes Wasser, auch die längste Zeit im Überfluss. Aus der Perspektive können wir uns mal überlegen, wo kommt eigentlich die ganze Umweltverschmutzung her? Ja? Ja, ganz plötzlich ist saubere Luft und sauberes Wasser ein Mangelgut und erzielt einen Marktpreis. Ja? Das heißt, durch die Verknappung entsteht überhaupt erst eine handelbare Sache. Ja? Also die Marktgesetze könnten in einer Überflussgesellschaft gar nicht funktionieren. Wir würden sie schlicht und ergreifend gar nicht brauchen. Und mein Gedankenexperiment, von dem ich jetzt immer ausgehe, ist ein Mehrgenerationen-Raumschiff, ja, von 1000 Leuten, ja, die nach 5 Generationen Erde 2 ansteuern und die haben die ganze Technologie an Bord, die sie brauchen, um dort aber mit wirklich feinstem Luxus, ja, komplett sich mit Energie, Lebensmitteln und allem anderen zu versorgen. Und die steigen in die Shuttles, finden eine neue Erde ohne Raubtiere, ohne feindliche Zivilisationen und ohne Bakterien. Landen dort und gründen die neue Zivilisation. Und dann frage ich die Menschen immer in meinen Vorträgen, werden die dann dort verschiedene Gotteshäuser errichten für unterschiedliche Religionen, damit jeder einen anderen Gott anbetet? Werden die verschiedene politische Parteien gründen, um nach einem Mehrheitsprinzip in einem Parlament Gesetze zu beschließen, wo die bestraft werden, die sich nicht daran halten? Oder werden sie nach Symbolen suchen, die sie verknappen können, ja, um einen wirtschaftlichen Tausch als Ritual abzuhandeln? Und wir können alle sagen, das werden sie sicher nicht. Das heißt, was wir in der Essenz brauchen, ja, für eine neue Kultur, eine neue Gesellschaft, ist eine absolut sinnvolle, überlegene Technologie, die nachhaltig ist, die sich jeder leisten kann, die im optimalen Fall auch jeder versteht. Das ist insbesondere in den Ländern der frühen dritten Welt das Problem, dass man sie ja eigentlich immer nur von den Industrieprodukten wieder abhängig gemacht hat, weil die das dort gar nicht produzieren und reparieren konnten, ja. Also wenn ich in die Kultur die Technologie einbette, mit der sich alle kleinen Gemeinschaften autark selbst versorgen können, wo soll da jemals noch eine Aggression herkommen? Also wenn ich weiß, ich habe sowas wie einen Replicator und was immer ich haben will, das spuckt mir der einfach aus. Die 3D-Drucker sind ja schon beinahe so weit. Nicht? Also wir haben auch kurz gesagt, freie Energie, 3D-Drucker, Elemente-Umwandler, aber wie kommen wir da hin? Also ist viel, womit geht's los? 90% davon gibt es schon. Ja? Aber natürlich, das sind Dinge, die wir auf Märkten überhaupt nicht einführen können, weil dann wird schlagartig eine ganze Industrie überflüssig. Ja? Also müssen wir doch erst... Bitte?
Also ich habe mir von dir aufgeschrieben, der Mann im weißen Anzug, den du erwähnt hast, sozusagen ein Anzug, der nie verschmutzt und der auch nie kaputt geht. Richtig. Und der Mann hat eine kurze Lebenserwartung, weil dann die geplante Obsoleszenz nicht mehr fortgeführt werden kann. Ja. Aber die Erkenntnis dessen bringt uns ja noch nicht aus dem System raus. Wie kommen wir aus dem System raus? Ja, wenn ich da anknüpfen darf. Bitte. Gerne. Also ja, ich kann einigen dazu zustimmen, also zum Beispiel auch, dass Leute auf einem fremden Planeten nie auf die Idee kommen würden, wenn sie neu anfangen könnten, irgendjemandem die Macht zu geben, über sie zu bestimmen und sagen, so und so viel Steuern müsst ihr zahlen. Ja. Ich stimme auch zu, dass die dass Technologie wichtig ist und eine wichtige Lösung sein kann. Warum? Weil durch technischen Fortschritt jeder eben weniger arbeiten muss. Ja. Nicht mehr gar nichts mehr, aber weniger arbeiten muss. Aber die Frage ist, wie kommen wir dahin? Die war gut gestellt. Wir haben diese Energien längst, das bin ich, glaube ich, auch mit Franz einig. Ja. Verhindern tun das, man kann sagen, große Unternehmen, aber über den Staat. Mhm. Also durch Regulierung, es werden in Amerika über 5000 Patente geheim gehalten. Alleine die würden uns wahrscheinlich ins nächste Jahrtausend katapultieren. Leute, die etwas entwickeln, werden, was wichtig ist, werden ermordet. Und der Staat ist oft selbst der Mörder, aber der Staat klärt es nicht auf. Ein Beispiel, Wilhelm Reich, also nicht für die Ermordung, aber Wilhelm Reich musste seine eigenen Orgonapparate zerstören. Also waren auch noch sadistische FBI, glaube ich, war das, Agenten. Und deswegen ist mein Ansatz zu sagen, erst den Staat wegzunehmen und dann verschiedene Modelle auszuprobieren und dann setzt sich das Beste durch. Also ich teile nicht die Analyse mit dem Mangel. Es ist richtig, dass wir nicht so viel Mangel hätten, wenn wir diese Technologie haben. Aber es gibt bestimmte Ressourcen, sind an bestimmten Orten immer knapp. Und um die effizient austauschen zu können, dazu ist der Markt da. Der eine hat was, der andere will was. Also da teile ich nicht die Meinung, aber insofern, dass wahrscheinlich dasselbe rauskommen würde, wenn wir jetzt mit diesem Raumschiff auf diesem Planeten landen würden, würden sich die Leute selbst organisieren, vor allem wenn ihnen die Idee der Herrschaft ausgetrieben wurde in der Zeit, sollten wir die dann schulen auch in der Zeit, und dann denke ich, dass es zu einem besseren System kommen würde, aber ich glaube nicht, dass es ohne Geld funktioniert, weil es einfach immer noch Leute gibt, die, also selbst wenn wir eine Überflussgesellschaft haben, also vieles einfach so produziert wird, gibt es immer jemanden, der zu einem bestimmten Zeitpunkt was haben will und der andere will was anderes haben, der eine will es loswerden, meine Schuhe sind alt, ich will sie tauschen und so weiter, und ein Medium des Tausches, und das Medium des Tausches ist halt Geld, das alle akzeptieren, aber freiwillig akzeptieren, da kämen wir wahrscheinlich in eine ähnliche Richtung. Ja. Ich habe noch eine Sache, die ich gerne von meinem Geld hätte. Und zwar nicht nur, dass es als Tauschmittel dient, sondern auch als Wertspeicher. Und das wäre meine große Kritik an die Zinskritiker. Da wird dann nämlich immer so argumentiert, man braucht nicht zu sparen, man braucht auch nicht fürs Alter zurückzulegen, weil die Gesellschaft sorgt ja für, oder das System sorgt für mich. Das heißt, ich gebe mein ganzes Schicksal einem System hin und das muss dann funktionieren. Und wenn es nicht funktioniert, habe ich ein riesiges Problem, weil es auch wieder ein monopolistisches System ist. Darf ich da kurz sagen? Darf ich ganz kurz einen Punkt mit allen klären, damit wir über den hinweg sind, weil wir sind jetzt schon in der philosophischen oder auch wir sind in einer guten Diskussion, aber leider haben wir das mit den Zinsen jetzt übersprungen, was mir natürlich sehr wichtig ist. Würden alle drei in der Runde auch Mieten verbieten wollen? Darf ich da ganz kurz meinen Standpunkt klären? Ja, weiß ich, wie der bei euch bekannt ist. Ich denke, ein wesentliches Problem des verzinsten Schuldgeldes, das ja viele von uns kritisieren, und interessant ist ja, dass wir mittlerweile bei sehr niedrigen, teilweise schon negativen Zinsen sind. Ja, das heißt, die Not zwingt ja auch die Zentralbanken dazu, hier ohne dies regulierend einzugreifen, auch wenn sie das aus politisch-ideologischen Gründen nie zugeben würden. Ja, aber das Hauptproblem ist für mich, dass Luca Pacioli mit der doppelten Buchhaltung in Wirklichkeit das System der oberitalienischen Kaufleute abgebildet hat, aber nicht das System der Geldverleiher bzw. Geldschöpfer. In der heutigen doppelten Buchhaltung, wie sie funktioniert, kann man Geldschöpfung korrekt und sinnvoll überhaupt nicht abbilden. Ja, da würde man ein paar Denkschritte darüber hinaus benötigen, die möglich sind, die sind aber heute nicht anerkannt.
Ja, die sind nicht üblich. Der Unsinn beginnt bei der Zentralbank, dass die ihr eigenes Geld, das sie herstellt, ja, gegen Verbindlichkeit bucht. Schon die Zentralbank macht diesen Unsinn. Historisch war das so lange zu rechtfertigen, solange noch der Goldstandard existiert hat, weil die konnten sagen, vielleicht kommt jemand, ja, und tauscht das um, den britischen Pfund Sterling, also eigentlich eine Gewichtseinheit, ja, in Silber oder Gold. Und deswegen müssen wir das auch, und sei es als Mindestreserve, vorhalten. Ja. Gut, aber spätestens mit der Abschaffung, ja, macht diese Schuldenbuchung schon bei der Zentralbank keinen Sinn, noch viel weniger bei den Geschäftsbanken, wenn sie Kredite vergeben. Ja, da buchen sie ja auch nur eine Verbindlichkeit in die eigene Bilanz. Ja. Kurze Zwischenfrage von mir, ja. Franz. Kann man das als Diebstahl bezeichnen? Ins System eingewobener Diebstahl. Das ist etwas hart, und ich muss ehrlich sagen, das Problem, das wir haben, ist, dass diese Geldschöpfung rechtlich überhaupt nicht definiert ist. Es gibt auch keine gesetzliche Grundlage. Es gibt aus dem Jahr 2017, aus April. Ihr müsst euch das nur im Internet raussuchen, findet man heute noch. Acht Seiten von der Deutschen Bundesbank, eine Broschüre. Ihr müsst nur eingeben, häufig gestellte Fragen zur Geldschöpfung. Ja, Deutsche Bundesbank und PDF, und dann habt ihr das Teil. Und da steht auf Seite 3 eine Frage, was sind denn die gesetzlichen Grundlagen der Kreditgeldschöpfung der Geschäftsbanken? Und die ehrliche Antwort der Deutschen Bundesbank, es gibt keine. Das deutsche Recht geht vielmehr von der Geldschöpfungsmöglichkeit der Geschäftsbanken aus. Und jetzt muss man sich mal überlegen, das ist ja in Wirklichkeit ein Rechtsskandal. Also jeder, der wegen sogenannten Kreditbetrugs vor dem Richter steht, der müsste erstmal sagen, Euer Ehren, ja, weisen Sie mir erstmal die Rechtsquelle dieser Geldschöpfung nach und sagen Sie mir, in welchem Gesetz das steht. Denn wenn Sie keine gesetzliche Grundlage haben, wie wollen Sie denn dann ein Urteil ergehen lassen? Ist dieses Gericht überhaupt für diese Frage zuständig ohne gesetzliche Grundlage? Ja, da fängt die ganze Sache schon an. Aber das ist natürlich. Ich würde die Frage gerne nochmal an die anderen weitergeben, ob man das tatsächlich so formulieren kann, dass die Geldschöpfung aus dem Nichts und dann darauf auch noch Zinsen verlangen, dass das eine recht elegante Form von Diebstahl ist. Das würde mich mal interessieren, in die Runde hineingefragt, was die anderen auch dazu sagen. Also ich sehe es auch so, es ist ein bisschen schwierig, weil ich bin der einzige Nichtzinskritiker, ich werde also wahrscheinlich mehr sprechen. Ich bin auch noch da. Ja, ja, bitte, bitte. Ja, aber du bist ja der neutrale Moderator. Ja. Ich will ganz kurz, weil das war ein Fehler von mir jetzt, diese Frage zu stellen. Ich will es aus meiner Sicht kurz erklären mit dem Zins. Ja, das ist Diebstahl, das heutige System ist Diebstahl durch die Geldentwertung, aber Schwunggeldsystem ist auch Diebstahl. Also warum ich gefragt habe nach den Mieten, der Mietzins heißt nicht umsonst so. Ich will erklären, warum exponentielles Wachstum kein Problem ist und der Zins auch nicht. Also wenn ich ein Haus baue und das vermiete, dann kriege ich ja auch einen Mietzins, die Miete dafür, dass ich dem das Haus überlasse. Wenn ich jetzt, wir machen ein einfaches Beispiel, ich habe 10 Häuser, kriege 10% Miete und ich nehme diese 10% Miete aus 10 Häusern und baue dann nochmal ein Haus und vermiete es weiter. Das heißt, dann habe ich auch ein exponentielles Wachstum. Das ist immer drin, das exponentielle Wachstum, egal ob ich Zinsen habe oder nicht, auch der Gewinn wächst exponentiell. Aber er wächst, das Vermögen von diesem Menschen, den ich jetzt geschildert habe, wächst nur, wenn er auch die zusätzlichen Häuser verkaufen kann. Und wann kann er die zusätzlichen Häuser verkaufen? Wenn die Leute durch eigene Wertschöpfung mehr Geld haben, also zum Beispiel dann immer größere Häuser kaufen, weil sie selber Wert geschöpft haben, weil sie selber Arbeit reingesteckt haben. Das heißt, durch die Wertschöpfung ist der Zins gedeckt, weil der könnte das zum Beispiel auch finanziert haben, seine Wohnungen. Und in einem Unternehmen ist es so, dass die sind ja fast alle verschuldet. Siemens ist seit 100 Jahren verschuldet, ist aber nicht pleite gegangen an dem exponentiellen Zins, sondern jedes Jahr erwirtschaftet es mehr, als es an Zinsen ausgibt, weil mehr Wert geschöpft wird. Das heißt, der Zins ist immer gedeckt durch die Wertschöpfung und ab dem Zeitpunkt, wo es nicht mehr gedeckt ist, weil das Unternehmen keinen Wert mehr schöpft, geht es pleite. Das passiert jeden Tag, dass Unternehmen pleite gehen, die eben nicht einen Wert schöpfen, der tatsächlich freiwillig von Leuten abgerufen wird. Ja. Und damit ist überhaupt kein Problem. Das sogenannte exponentielle Wachstum, das ist, gibt auch da keinen Wachstum. In der freien Markt gibt es keinen Wachstumszwang. In einem Schwunggeldsystem gibt es einen Wachstumszwang, sondern die Wirtschaft wächst durch technischen Fortschritt. Da auch noch ganz schnell mein Beispiel, dann bin ich mit den meisten durch. Wir haben eine einsame Insel oder diesen Planeten, von dem Franz gesprochen hat. Und die Leute können da am Anfang noch nichts. Wir haben noch keine Technologie. Jeder verbringt seine Zeit mit Fischen und fischt so viel, wie er selber essen kann. Einer erfindet das Fischernetz.
Das heißt, einer kann so viel Fische fangen, um alle 10 zu ernähren. Das heißt, jetzt haben die alle 90% mehr Zeit, etwas anderes zu machen. Diese Zeit nutzen sie, um andere Werte zu schöpfen, zum Beispiel sich Hütten zu bauen. Dadurch wächst die Wirtschaft, ohne dass die Bevölkerung wächst und ohne dass es da einen Zwang gibt, sondern durch den technischen Fortschritt können sich die Leute immer mehr leisten. Aber das hat dann wieder zu tun mit der Zeitpräferenz, nicht wahr? Die ja gnadenlos zusammengeknüppelt wird durch unser Fiat-Geldsystem. Jens, darf ich da ganz kurz darauf antworten? Ja. Denn das Argument, dass der Zins durch Wachstum finanzierbar ist, ja, ist weit verbreitet in der Ökonomie, aber im Schuldgeldsystem leider Gottes widerlegbar. Und zwar ich habe nicht gesagt durch Wachstum, sondern es ist durch die Wertschöpfung gedeckt, nicht durch Wachstum. Ja, aber da müssen wir uns dann überlegen, wo kommt die Definition des Wertes, nämlich bewertungstechnisch, überhaupt her. Und da möchte ich jetzt kurz ein kleines Modell erklären. Wenn ein Unternehmen in einem Jahr 100 Produkte produziert und im nächsten Jahr 120 Produkte, dann hat es ein Wachstum von 20%. Ja, zunächst mal. Aber, und das ist jetzt interessant und wichtig, zunächst nur in der Menge der Produkte, die auf Lager liegen. Okay? Jetzt kann man sich sagen, ich abstrahiere von Preisänderungen etc. Nachfrage habe ich auch genug. Ja? In dem Moment, wo aber jetzt der Unternehmer das als Geld über den Markt einnehmen möchte, als Umsatzerlöse, benötigt er wieder einen Kunden, der sich selbst Geld beschafft hat. Und jetzt kommt das Peinliche. Dieses Geld, mit dem die Kunden bezahlen, ist selbst in unserem heutigen System wieder ein verzinster Schuldschein. Ja, das heißt, in dem Moment, wo sie das jetzt bezahlen wollen, ja, damit er das auch wirklich Cash in der Kasse liegen hat, ja, müssen die Schulden gleichzeitig hoch und die sind wieder verzinst. Und das ist der Grund, warum wir nur durch eine Steigerung der quantitativen Produktion, ja, dieser Zinsspirale in den Schulden nicht entkommen können. Leider. Aber natürlich gäbe es viele elegante Möglichkeiten. Und ich sage schon mal, der Bewertungsansatz müsste ein anderer sein. Ja, wir müssten nach anderen Regeln, das ist das, was lustigerweise ja keiner erkennt, dass jetzt nicht die Banken die Bösen sind, die Bösen sowieso nicht, aber vereinfacht gesagt, die, ja, denen man vorwerfen könnte, sie hätten die Probleme nicht frühzeitig erkannt oder an einer Lösung mitgearbeitet. Im Kern sind es in Wirklichkeit die Wirtschaftsprüfer, also die, die die bilanziellen Bewertungsmethoden global in einem Monopol festsetzen, International Accounting Standards Board in London. Natürlich nur für börsennotierte Unternehmen, aber trotzdem ist eigentlich ein Skandal, was da abgeht. Ja, ein kleiner Verein, finanziert von den 4 großen Wirtschaftsprüfungsgesellschaften der Welt, privater Verein, schreibt Regeln und die werden in Brüssel der EU zugestellt und die übernimmt die ohne irgendeine Modifikation und nationale Parlamente haben kein Einspruchsrecht. Ja, so, also das ist eigentlich der Hebel, wo wir beginnen sollten. Und da kann man natürlich sagen, erstens, warum müssen Geschäftsbanken und Zentralbanken Geld als Schuld erzeugen? Wir haben als zweite Lösung Eigenkapital. Ja? Das heißt, der eine Leistung erbringt, die für sich oder auch für die Gesellschaft nachweislich einen Wert hat. Wie der dann festgestellt wird, können wir immer noch beraten. Ja, da bin ich auch für eine Pluralität der Möglichkeiten, um zu experimentieren. Aber der nachweislich geleistet hat, der soll dann auch sozusagen den Ertrag davon haben. Ja? Ich bin also gegen eine Vielzahl von Zwischenhändlern, weil im heutigen System neigen Zwischenhändler selbst immer wieder zur Verknappung, um ihren Profit zu maximieren. Also je direkter der Lohn bei der Leistung bleibt, ja, desto einfacher und gerechter wird dieses System von der Bevölkerung auch empfunden werden. Ja. Daher Geldschöpfung, bitte. Da muss ich rein, also das stimmt, also im heutigen System wird Geld eben zinsbehaftet geschöpft. Aber zum Beispiel, wenn wir von Zwischenhändlern reden, die werden bei Kryptowährungen zum Beispiel komplett ausgeschaltet. Und dann ist es eben nicht mehr mit einem Zins behaftet. Und dann habe ich das Problem gar nicht. Das ist absolut. Das ist ein gutes Argument jetzt für die Kryptowährungen, keine Frage. Ja. Nur wie gesagt. Ich würde kurz gerne mal reingrätschen. Wir kommen gleich noch, hoffe ich, zu historischen Beispielen. Also da glaube ich auch, ist Ludwig schon ganz heiß drauf, dass wir das mit Wörgl nochmal ausdiskutieren. Mir ist neulich empfohlen worden, ein Buch von einem Herrn Zalenga. Das nennt sich, ich habe es mir irgendwo aufgeschrieben. Da geht es um eine Phase. Die Geschichte des Geldes, Mythos der Macht. Genau. Stephen Zalenga. Ja.
angeblich auch unter anderem gehen um eine ungefähr 100-jährige Phase in den Vereinigten Staaten von Amerika, wo alleine dadurch keine Inflation zustande gekommen ist, dass es eine Konkurrenz von verschiedenen Währungen gab. Ja. Das halte ich für ein extrem spannendes historisches Beispiel und würde mich freuen, wenn jemand darüber referieren könnte, kurz. Naja, das ist, also historisch, wie gesagt, ist das belegt. Also dieser Stephen Zalenga ist der Direktor eines Geldmuseums in den Vereinigten Staaten und der hat dieses Buch, das ich wirklich sehr empfehlen kann. Das hat er in den 90er Jahren und zwar der Europäischen Union gewidmet, anlässlich der Einführung des Euro. Und im Vorwort schreibt dieser Mann, er wünscht sich, dass die Europäer und die Europäische Zentralbank nicht denselben Fehler machen wie die Fed in den Vereinigten Staaten. Also ein Monopol auf verzinstes Schuldgeld. Ja. Und das stimmt natürlich. In dem Moment, wo ich ein faires System des Wettbewerbs auf der finanziellen Ebene etablieren kann, nehmen wir mal an, mit diversen Kryptowährungen, die alle nach ein bisschen anderen Regeln funktionieren, ja, hält sich das System von selbst in Schach. So funktioniert oder so sollte ja nach der ursprünglichen Idee die Marktwirtschaft funktionieren, ja, durch einen Wettbewerb. Aber was setzt der Wettbewerb voraus? Und da bin ich auch ein bisschen skeptisch, was die Kryptowährungen betrifft. Dieser Wettbewerb setzt Transparenz voraus und eine unabhängige Kontrolle. Eine unabhängige. Und wenn jetzt viele Leute sagen, naja, wenn wir uns jetzt die Kryptowährungen anschauen, da ist ja vieles Open Source und das kann man ja alles kontrollieren, dann bin ich da sehr skeptisch, denn wer von uns, und da schließe ich mich ein, wer von uns kann sich so einen Code, auch wenn er jetzt im Internet heruntergeladen werden kann, so durchlesen, dass er ihn wirklich versteht, ja, und erkennt, da ist wirklich keine Backdoor eingebaut. Und dann kommt noch ein zweites Problem, an dem sind die Wirtschaftsprüfer historisch immer gescheitert. Und das ist nämlich besonders fies. Das ist das Problem der Softwareidentität. Du prüfst ein Programm, schaust dir den Code an, sagst, ist okay. Aber das Programm, das sie verwenden, ist ein ganz anderes. Du kannst also heute noch nicht feststellen, ob der Code, den du geprüft hast, in Wirklichkeit das ausführbare Programm ist, das am Server wirklich läuft. Und solange wir also der Bitcoin funktioniert ja seit über 10 Jahren ziemlich reibungslos. Moment. Du sagst reibungslos, das ist richtig. Aber es gab, mittlerweile finde ich die nicht mehr, sie sind gelöscht, lustigerweise, ja, auf YouTube. Es gab offene Bekenntnisse von Kryptowährungshandelsplattformbetreibern, die da einfach ins Blaue hinein erzählt haben. Sie haben jeden Tag einfach den Preis für Bitcoin angehoben und alle haben sich gefreut und jeder war glücklich. Ja, das heißt, die Börsen, also dort, wo getauscht wird, in Euro, in Dollar oder von Schweizer Franken in den Bitcoin hinein, ja, die sind eben nicht Blockchain gesteuert, die sind nach wie vor alte Software manipulierbar und das Allerschlimmste, die stehen regelmäßig im Eigentum eines Eigentümers und der hat ein Selbstinteresse, ja, und der manipuliert. Das ist genauso wie mit jeder Börse. Jede Börse in unserem heutigen System ist eine private Firma im Privateigentum. Ja. Deswegen sage ich meinen Studenten, ich würde heute an keiner Börse handeln, kaufen oder verkaufen, es sei denn, sie gehört mir selbst. Weil dann bin ich zugleich auch der größte Anbieter und Abnehmer und an die Dummen, die ich abzock, verkaufe ich dann Versicherungen. Ja, also jetzt müssen die beiden anderen mal rein, aber nur ganz, ja, ganz kurz dazu. Der nächste Schritt, das ist richtig, müssen dezentrale Börsen sein, die werden auch schon entwickelt, weil ich sonst das Problem habe, das der Franz gesagt hat, aber das ist schon in der Mache, ja. Schon allein deswegen, weil der Staat das bald irgendwann verbieten wird, aber jetzt halte ich mich jetzt mal zurück und dass die beiden anderen sagen können. Ich halte mich jetzt vielleicht zurück, eine Zeit lang. Also zwei Sachen, die mich interessieren, ist zum einen die historische Bewertung der sogenannten Brakteatenzeit. Warum ist das wirklich so, wie das kolportiert wird, abgelaufen? Und warum hat das so gut funktioniert? Und dann müssen wir natürlich noch ganz kurz auf Wörgl eingehen. Ob das tatsächlich eine Erfolgsstory war oder ob das Ding irgendwann gefloppt ist, als die Aufmerksamkeit dann schon wieder weg war. Rico, kannst du uns was zur Brakteatenzeit erzählen? Ich nehme an, dass du da sehr gut bewandert bist. Ja, also das haben wir natürlich thematisiert, auch im Plan B. Der Wolfgang Berger hat da auch einige Veröffentlichungen darüber gemacht. Und im Prinzip ist es ja auch einfach zu erklären. Wenn es jetzt hier um die
Thematik geht, dass Zinsen immer positiv sein müssen, auch um, dass man was sparen kann fürs Alter oder so. Zinsen können auch negativ sein und die haben dann auch einen interessanten Effekt. Also, und das möchte ich mal ganz einfach an einer Kiste Äpfel erklären. Wenn ich jetzt Apfelproduzent bin und ich möchte fürs Alter vorsorgen und ich lege mir eine Kiste Äpfel in den Keller, dann ist die, wenn ich alt bin, verschimmelt, ja, und ich habe davon nichts mehr. Wenn ich jetzt diese Kiste allerdings verleihe und ich bekomme dann im Alter eine frische Kiste zurück, dann habe ich da einen Mehrwert, auch ohne Exponentialfunktion und ohne positiven Zins. Und das ist im Prinzip der Negativzins. Also derjenige, der jetzt diese Kiste mir abnimmt, der leistet mir den Dienst, mir später dann, wenn ich sie brauche, eine frische Kiste zur Verfügung zu stellen. Und so habe ich auch, ohne dass ich exponentiell immer reicher werde, einen Nutzen. Das heißt, ich habe dann einen Anreiz, etwas zu verleihen, auch ohne dass es immer mehr wird. Das heißt, es wird mir ausgeglichen, dass es weniger wird. Und genau darauf basieren auch die Praktiaden, also diese Geldsysteme früher. Das Problem war nur, dass dann irgendwann diejenigen, die Staaten repräsentiert haben, diesen Negativzins dann irgendwann zu hoch gesetzt haben. Und als das zu viel wurde, dann haben die Leute nach Ausgleich gesucht, dann wollten sie eine harte Währung, eine stabile Währung, und dann kamen ja Gold und Silber, weil damit konnte man ja nicht eben diesen Negativzins ins Unermessliche hochtreiben. Das heißt, wenn man das Ganze gering hält, dann kann der Nutzen entschädigen, also für diese negativ, also der Verlust, also das Geld wird ja schlecht. Also ich erkläre mal ganz kurz, wie das funktioniert hat mit den Praktiaden. Der Fürst oder König, der hat diese Münzen herausgegeben und die wurden nach einem Jahr praktisch wieder eingesammelt und mit einem Abschlag dann wieder ausgegeben. So, und das ist der Schlagschatz, war das, der sogenannte Schlagschatz. Das heißt, und somit wurden die Staatsausgaben finanziert. Ja, also nehmen wir mal an, es sind 100 Münzen in Umlauf und nach einem Jahr sind die nur noch 90. Und diese Differenz von 10, die gibt der Fürst wieder in Umlauf. Das ist seine Art, das wieder auszugleichen. So bekommt er, so kriegt man eine Staatsfinanzierung. Wenn er jetzt 20% nimmt, dann sagen die Leute irgendwann, ach, das Geld wollen wir nicht mehr. Ja? Dann suchen wir uns Alternativen. Und auf diese Weise hat man damals und könnte man auch heute noch Staaten dann finanzieren, wenn sie sich auch auf ihre Kernaufgaben zurückziehen und nicht mehr so wie heute. Heute haben wir Staatsquoten von über 50%. Und das ist dann nicht mehr möglich natürlich. Also der Staat würde auf seine Kernaufgaben zurückgedrängt. Geld würde als Infrastruktur funktionieren, ja, als Teil der Infrastruktur und durchaus staatlich. Weil Oliver sagt ja, oder auch Franz, man sollte den Staat am besten ganz abschaffen. Also was die heutigen Staaten betrifft und wo sie sich überall in mein Leben einmischen, da bin ich natürlich voll einverstanden. Ja. Aber es gibt eine Grenze der Abschaffung von Staaten. Und die liegt dort, weil wir brauchen ja ein Recht. Also wenn wir Freiheit wollen, muss es Recht geben. Und jeder Handel, alles basiert auf Recht. Denn wenn wir kein Recht haben, dann kann ich ja mit niemandem, also dann kann ich ja meine eigene Freiheit gar nicht durchsetzen. Wenn ich frei sein will, muss ich mich ja auf ein Recht berufen können. Und wenn ich mich aber auf irgendein Recht berufen will, dann brauche ich auch jemanden, der das Recht durchsetzt. Darf ich da Olli würde jetzt genau andersrum argumentieren und sagen, nur der Staat hat die Macht, sich seine Gesetzbücher selber zu schreiben und sich, wann immer es ihm passt, nicht an seine eigenen Gesetze zu halten. Und das können wir ja auch aktuell bestätigen, dass das im Moment auch gerade wieder der Fall ist. Ja, aber wer ist der Staat? Da muss ich rein, weil das mein Kernthema ist, auch wenn der Ludwig dann wieder gesagt hat. Weil mit dem muss ich rein. Okay, Franz. Bitte. Ja, was ich also jetzt sagen wollte, ist, Rico hat das schon so schön formuliert. Um frei zu sein, muss ich ja Recht haben. Also da bin ich wieder beim Eigentumsdenken und das erzeugt wieder ein Nullsummenspiel. Denn wenn ich das Recht habe, dann haben die anderen Unrecht. Und das ist genau das Problem. Ich glaube, ein fortschrittliches, offenes, ehrliches Kommunikationssystem, ja, das wir erst einmal leben müssen, und zwar im Offline-Leben, in unseren Familien und kleinen Gemeinschaften,
Wenn wir das dann elektronisch hinterlegen, dann wird das besser sein als unser heutiges Rechts-, Wirtschafts- und Ausbildungsschulsystem. Ja, und natürlich auch besser als die ganze Schulmedizin und dieser ganze Quark. Ja, warum? Wenn jetzt gesprochen wird, wie sorge ich für mein Alter vor, dann habe ich die Lösung. Ich lebe sehr, sehr lang, viel länger als heute, aber ich werde einfach nicht alt, ich bleibe jung. Okay? Die Idee, dass Menschen, die 80, 90, 120 ja, sind, ja, dass die deswegen gebrechlich und hilfsbedürftig werden, das gibt es nur in den westlichen Kulturregionen. Nur in der westlichen Industrielandschaft kommt sowas vor, weil da ist das wieder ein Geschäftszweig. Ja, aber wenn ich mit meiner geistigen Kraft meinen Organismus permanent in Schuss halte, dann ist es so wie bei den Natives, ja, dann setze ich mich unter den Baum und entscheide selbst, wenn ich den Körper nicht mehr brauche. Oder auch wie Tiere, wie Wildtiere, nicht die Haustiere, die wir alle falsch ernähren, ja, weil die sind dann dem Menschen ähnlich. Okay, ja, das stimme ich auch zum Teil zu. Ich muss aber jetzt da reingehen mit dem Recht, weil das der Kern meines Themas ja. ist, in sicher ohne Staat. Recht entsteht erst, wenn der Staat abgeschafft wird. Und woran liegt es? Ich brauche, wenn wir untereinander in einen Konflikt geraten, brauchen wir einen neutralen Richter. Einen neutralen, der entscheidet, wer von uns Recht hat. Und der Staat ist der ultimative Entscheider über alle Konflikte, auch jener Konflikte, die ihn selbst betreffen. Deswegen kann man den Staat nicht verklagen und sagen, die Politiker haben die Wahlversprechen nicht eingehalten, meine Steuern sind zu hoch. Ich kann aber ein anderes Unternehmen verklagen, wenn es eine Dienstleistung angeboten hat und in Wirklichkeit die Dienstleistung nicht liefert. Ich brauche also einen neutralen Richter, den habe ich dann auf dem Planeten, von dem Franz spricht, in dem sich die zwei Streithähne auf einen neutralen Richter einigen. In meinem Buch stelle ich dann, was passiert, wenn sie sich nicht einigen können. Das ist vielleicht das haben ist wir dann schon ein Staat, Oliver. Das ist aber dann ein Staat. Nein, wenn du neutrale Richter hast, ja, dann hast du ein Rechtssystem und es gibt kein Recht ohne einen Staat. Denn wie wollen die Richter denn ihre Notfalls auch mit Gewalt durchsetzen auf einem gewissen Staat? Solange der Richter keine Monopolstellung hat, ist er nicht der Staat. Weil wenn er ständig schlechte Urteile spricht, dann kriegt er keine Aufträge mehr und dann hole ich mir wen anders. Ja, auch, so aber wie setzt der Richter denn seinen Urteilsspruch durch? Ja, ein Sicherheitsunternehmen wird dann beauftragt. Das kann ich gerne. Ja, und das ist doch dann auch wieder ein Staat. Ja? Nein, das ist kein Staat. Das ist dann alles ein Staat. Ein Staat ist nach der gängigen Definition Staatsgebiet, Staatsvolk und Staatsgewalt. Und wenn du jetzt irgendeine Staatsgewalt hast, ja, und ein Staatsgebiet, sowieso ein Staatsvolk, das Staatsgewalt, das wird jetzt durch den Richter, von dem du sprichst, verkörpert. Nein, das ist ein Staat. Die Definition vom Staat ist, dass er das Monopol auf Rechtsprechung hat, aber da können wir gerne noch eine ganze Stunde drüber reden. Ich muss jetzt, geht da Ludwig da. Ich möchte aber noch kurz auf das, sonst verlieren wir diese ganzen Fäden mit den Traktaten oder wie die geheißen haben. Da hast du genau das geschildert, was immer passiert, was der Staat immer macht. Er dehnt seine Macht aus. Wenn er dabei bleiben würde, ja, einen geringen Schwund da herzustellen und damit alles zu finanzieren, dann könnte man darüber reden, wäre immer noch schlecht. Aber wie es eben auch immer passiert ist, der Staat dehnt dann seine Macht aus und dann wird der Schwund immer höher oder die Steuern immer höher und das ist genau das Problem. Aber wir können gerne darüber reden, also der neutrale Richter ist deswegen neutral, weil er sonst keine Aufträge mehr bekommt, wie der Jens das gesagt hat. Weil wenn die Leute zum Beispiel sehen, dass der unfaire Urteile spricht, wird dieser Richter nicht mehr akzeptiert. Und das ist eben kein Staat, weil den Staat kannst du eben nicht auswechseln. Das ist immer derselbe Monopolist, zu dem du gehen musst. Das ist genau der Unterschied. Woher nimmst du einen unabhängigen Richter? Haben wir die Zeit, das zu erklären? Kurzer Vorschlag. Ich denke, wenn wir ein Rechtssystem so konstruieren, dass immer einer Recht hat und der andere dann im Gegenzug Unrecht haben muss, weil der eine andere Meinung hat, dann sind wir schon am falschen Dampfer. Ja. Es gibt ja immer Konflikte. Es ist bei einem Konflikt so, einer denkt, er ist betrogen worden und er ist wirklich betrogen. Es gibt es ja aber, immer. Wenn jemand denkt, dass er betrogen worden ist, dann kann er das nur denken, weil er in seiner geistigen Welt vorher schon das Modell von Betrug hatte. Ja. Wenn mir jemand was wegnimmt, dann hat er es mit weggenommen. Da gibt es ja keinen Zweifel. Ja, aber wenn er das muss man nur erklären, ob er es wirklich weggenommen hat. Genau. Also es ist die Frage, da kommen wir in Eigentum und Besitz und Innehabe, ja, und in alle diese komischen Konstruktionen hinein. Ja. Ich denke halt, wie machen das Naturvölker? Ja? Wie machen das die nordamerikanischen Indianer? Da treffen sich die Häuptlinge und das nennen sie Palaver. Und wenn sie nicht im Konsens, und das heißt, alle sind dieser Meinung, ja,
Also wenn Sie nicht einstimmig beschließen, dann gehen Sie einfach nach Hause und reden später weiter. Weil in normalen Friedenszeiten haben Sie keinen Zeitdruck. Die Idee, dass einer sagt, das muss getan werden und alle führen es so schnell wie möglich aus, das gab es nur bei Naturkatastrophen und bei Kriegen. Ja, das haben da gab es auch das germanische Ting, aber auch wir haben als neutraler Richter fungiert zwischen zwei Streitparteien. Aber jetzt bitte mal den Ludwig. Als Mediator. Denn ein Grundfehler, glaube ich, in unseren sogenannten Demokratien ist, dass wir den Staat mit einer Staatsgewalt, ja, das heißt mit einem Gewaltenmonopol überhaupt ausgestattet haben. Denn dadurch haben wir die Staaten, vor allem die Regierungen, zur Lieblingsbeute der Gewaltverbrecher gemacht. Und genau. Das ist das wirkliche Problem. Historisch kann man sich das anschauen. In vielen Regierungen, da sitzen in Wirklichkeit Vertreter der Mafia, ja, weil die ja in Wirklichkeit froh sind, dass sie die Konkurrenzbanden benachteiligen können. Und in der Meinung des Volkes ist der, der in der Regierung sitzt, immer der Gute, weil er die Polizei bezahlt und seine Konkurrenten müssen sie bestechen. Das ist der einfache Unterschied. Es gibt dieses wunderbare Buch Gangs of America. gangsofamerica.com, dort kann man das sogar gratis runterladen von Ted Nace als PDF. Ich empfehle es allen meinen Studenten, die Geschichte der Vereinigten Staaten als permanenter Gangsterbandenkrieg. Ja? Und alles wird transparent. Es gab jetzt, ich weiß nicht, ob es nicht bei Netflix war, eine Serie, Boardwalk Empire. 56 Folgen, ja? Von den 20er Jahren, von der Prohibition, wie man gesehen hat, wie Präsidenten gemacht wurden in der Verhandlung von Mafiabanden. Und ich stelle mir auf den Kopf und denke mir, das läuft heute im Unterhaltungsfernsehen. Ist ja gut. Soweit sind wir schon im Disclosure. Also ganz jeder würde sagen, solange die Kommunikation funktioniert, gibt es keine Gewalt. Und dann brauchen wir auch kein Gewaltmonopol. Das wäre halt mein Vorschlag. Und ob wir das dann noch Staat nennen oder gemütliches Zusammensein, ist dann eigentlich Geschmackssache. Also die Frage ist ja, wie kommen wir dahin? Also ein Thema, was ich heute unbedingt gerne noch ansprechen möchte, und da ist Olli für mich zumindest ein Hauptansprechpartner, Bitcoin und die Landschaft der Kryptowährungen, die Erfindung der Blockchain. Lass doch mal bitte den Ludwig sein und seine Ansicht dazu sagen. Genau, Jens, zu dem Thema Machtmonopol des Staates. Der Staat ist dann ein Problem, wenn das Rechtsverständnis, und das ist seit dem alten Rom so, wenn das Rechtsverständnis das ist, dass wir Recht aus Unrecht generieren. Das heißt, wenn vor Gericht gegangen wird, dann ist ja der Fokus des Gerichts nicht der, zu sagen, wie kann ich dafür sorgen, dass beide Parteien, die hier sind, zu ihrem Recht kommen, sondern das Gericht stellt fest, wer ist im Unrecht und wer wird bestraft, also wer ist im Recht und wer wird bestraft als der Unrecht hat? Es liegt immer der Fokus auf dem Unrecht. In dem Sinne haben wir ein Rechtssystem, das permanent Unrecht generiert, weil es permanent Schuldige festlegt, die bezahlen müssen und die Strafen abarbeiten müssen. Und das ist aber letzten Endes auch nur eine Widerspiegelung des kollektiven Bewusstseins, weil der Staat ist ja letzten Endes nur ein Produkt der beteiligten Menschen, die so denken, die selber so denken, dass sie in ihrem Leben so vorgehen, dass sie denken, ich führe in meinem Leben den Kampf, den anderen zu zeigen, dass ich Recht habe und dass die anderen im Unrecht sind. Er macht ja nur das, was die Masse der Menschen auch macht. Und wie willst du, wenn die Masse der Menschen so denkt, wie im Prinzip der Staat auch denkt, wie willst du dann, wenn du den Staat änderst, dass er in dem Sinne kein Unrechtsstaat mehr ist, dann entspricht er ja nicht mehr dem Bewusstsein der Masse der Menschen. In dem Sinne haben wir nur das, was wir in unserem Geist kollektiv auch erzeugen. Das heißt, da muss erst dieses Umdenken stattfinden, dass wir nicht mehr unser Recht daraus generieren, dass andere im Unrecht sind, sondern dass wir Systeme erschaffen, wo der Fokus auch drauf liegt, dass alle Beteiligten zu ihrem Recht kommen. Ja, also auch da, sicher wäre es schön, wenn wir uns alle lieb hätten und ein neues Bewusstsein entstünde, aber das Schaffen des neuen Menschen war auch das Ziel des Kommunismus. Aber es wird eben immer Menschen geben, die andere übers Ohr hauen, also etwa 1% der Bevölkerung, es gibt Psychopathen und so weiter. Und für diese Art von Konflikten brauche ich irgendjemand, der entscheidet. Heute ist es so, dass die Psychopathen in der Regierung und in den großen Konzernen
sitzen. Und die großen Konzerne nutzen den Staat, weil eben das Volk verführbar ist, da bin ich ja auch bei dir, aber es wird immer verführbar bleiben. Und sobald du ein Gewaltmonopol schaffst... Das sehe ich nicht so. Also ich, wenn ich da kurz reingrätschen darf, es geht ja hier um die Frage, ist der Mensch so strukturiert, dass er sich diese Systeme so ausdenkt, weil er halt so ein Arschloch ist? Oder sind wir alle, haben wir mehr oder weniger durch Zufall und durch tragische Fügung ein System bekommen, was selbstverstärkend zu einer immer stärkeren diebischen Element und zu immer mehr Psychopathie in der Machtspitze führt? Ich tendiere eher dazu, dass das System durch Zufall erschaffen wurde und dann durch einen Süchtigmachungseffekt zu dem geführt hat, was wir heute erleben. Die Frage ist natürlich, wie kommen wir da raus? Utopien, die so far out liegen, dass wir da von hier aus gar nicht hinkommen, bringen uns ja nicht weiter. Deswegen nochmal meine Frage, die Blockchain, ist das unsere Insurance Policy, die letztendlich dafür sorgen wird, dass eine Entmachtung der Staaten und eine Entmonopolisierung der Geldsysteme stattfinden muss, oder können Sie es knacken? Ja, also das passiert ja schon. Also der Sündenfall war die Gründung des ersten Staates, auch das ist in der Bibel schon beschrieben. Es gab eine Richterzeit, in der es eben genauso gelaufen ist, wie ich gesagt habe, und es lief wunderbar. Und in der Bibel steht sogar, dass Gott gesagt hat, wenn ihr euch einen Herrscher wählt, demokratisch, dann verlasse ich euch und komme nicht mehr zurück. Also all das steht schon, ist in der Bibel schon beschrieben. Und jetzt haben wir, was begünstigte die Staatenbildung, das war eine Technologie und jetzt können wir doch eine Technologie wieder raus. Die Technologie, die die Staatenbildung begünstigt hat, war die Landwirtschaft. Dadurch sind die Leute sesshaft geworden. Vorher waren es eher Nomaden und die indigenen Völker und so weiter sind rumgezogen. Und dann entstand eben durch die Landwirtschaft das Bedürfnis, sich zu schützen in einem lokalen Gebiet. Und jetzt haben wir eine gegenläufige technologische Entwicklung. Erstens ist Reisen leichter, zweitens sind die Übertragung von Informationen leichter und jetzt kommen die Kryptowährungen, indem man dezentral und ohne Mittelsmann, das ist das Entscheidende, miteinander Verträge abschließen kann, weil dadurch, dass sie auf der Blockchain gespeichert sind, sind die für alle sichtbar. Und ich brauche keine Banken mehr, ich brauche keinen Staat mehr, ich kann dort auch Eigentumsrechte verbriefen, auch wenn der Franz die nicht mag, aber die können da dann verbrieft werden und ich brauche keine zentrale Stelle mehr. Und ich bin vor Jahren absolut pessimistisch gewesen, was die Zukunft der Menschheit betrifft. Und seit ich Kryptowährung kennengelernt habe, ich gesagt, okay, so funktioniert es. Und noch ein Satz zu dem, was der Franz auch vorher gesagt hat, dass ich da eventuell nicht so genau reinschauen kann und so weiter. Ja, also dazu habe ich auch, ich habe ein Magazin, CryptoSpace Magazin, habe ich auch was geschrieben, dass möglicherweise der Bitcoin eine Backdoor hat, weil der nämlich den NSA-Schlüssel benutzt. Gratuliere. Ja. Aber auch das wird dann der Wettbewerb erledigen. Ich glaube zum Beispiel, dass sich gar nicht Bitcoin durchsetzen wird, aber das ist eine andere Diskussion. Aber wenn man dann feststellt, okay, da gibt es eine Backdoor, da gibt es natürlich dann ein Riesenchaos, aber dann muss eben eine neue Währung entstehen und deswegen der freie Währungswettbewerb, in dem das dann nicht so ist. Und da vertraue ich dann darauf, dass eben die Menschen sich, das wichtigste Thema ist immer, werden die Leute zu etwas gezwungen oder machen sie es freiwillig? Und wenn sie es freiwillig machen, dann ist mein Glaube positiv an die Menschheit, dann setzt sich das Beste durch. Natürlich ist es gut, wenn sich das Bewusstsein steigert, wenn es mehr auf Nachhaltigkeit geht, geht es aber auch. Aber unser Staat benutzt das Wort Nachhaltigkeit ja genau für das Gegenteil. Zum Beispiel Windmühlen und Solarstrom, ja, was nicht nachhaltig ist, was mehr Ressourcen verschwendet. Auch hier der Staat verdreht alles in sein Gegenteil. Aber wenn man das freilässt, dann bin ich sehr zuversichtlich, dass sich dann auch ein nachhaltiges System einstellt. Also das muss ich auch sagen, ich werde immer dann skeptisch, wenn jemand sagt, wir müssen kollektiv dies, jenes oder das tun. Das klingt mir dann schon wieder zu sehr nach Umerziehungslager. Ja, wie kann man das Ganze zusammenfassen? Ich weiß nicht, genau, Wörgl. Das hatten wir uns vorgenommen. Was war jetzt mit Wörgl? Ludwig, willst du uns kurz schildern, das Wörgler-Experiment in kurzen Worten, was wurde da gemacht und ja, bitte. Wörgl 1932, das war mitten in der Weltwirtschaftskrise, als die Arbeitslosigkeit immer mehr zunahm, die Wirtschaftstätigkeit zurückging. Da hat der Bürgermeister, ich glaube Unterguggenberger oder so hieß der, in Wörgl, der kannte Silvio Gesell, der hat dann beschlossen, okay, er führt diese Arbeitsscheine ein und versieht die somit einer
mit einer Steuer, kann man sagen, monatlich, die dann abgestempelt wird, die die den Zweck hatte, da eine schnelle Zirkulation zu bewirken, weil natürlich niemand diese Steuer zahlen will. Und was dann auch dazu führt, dass man überschüssige Scheine, die man nicht braucht, für den persönlichen Bedarf dann auch zinsfrei verleiht. Dadurch entstand die Möglichkeit, zinsfreie Kredite zu nehmen, was dann auch gemacht wurde. Und in der Zeit, das waren 13 Monate, soweit ich weiß, 13 oder 14 Monate lief das Ganze, hat es gut floriert. Die Arbeitslosigkeit ist zurückgegangen. Es wurden einige Gemeindeprojekte finanziert, was eine gegenläufige Entwicklung war gegenüber dem Rest von Österreich. Und dann kamen nachher über 100 Gemeinden in Tirol, die das beobachtet hatten und die gerne wollten, dass man ihnen das Modell vorstellt, damit sie das nachmachen können. Und bevor es dazu kam, hat dann die Zentralbank in Wien eingegriffen oder was die Regierung, und hat unter Androhung militärischer Gewalt dieses Projekt verbieten lassen und dadurch wurde das gestoppt. Ja, darf ich da kurz einhaken? Also, ihr könnt das alles, was ich jetzt sage, nachlesen auf meiner Webseite Kritik der Freiwirtschaft nach Silvio Gesell von Rahim Takki-Zadegan. Ich kann den Namen aber nicht aussprechen. Also, tatsächlich war es so, dass in der Weltwirtschaftskrise der Schilling eben so schlecht war, dass kurzfristig dieser Gesell-Dollar sozusagen, weiß ich nicht, wie der damals hieß, florierte. Und zwar passiert das, was in jedem Schrundgeldsystem passiert. Erstmal wird das Geld ausgegeben, weil es eben wie heiße Kartoffeln weitergegeben wird. Das ist wie in unserem jetzigen System, wenn ich viel Geld drucke, wird viel gebaut. Das haben wir auch jetzt. Wir haben nahezu Nullzinsen, wir haben einen Bauboom und dadurch steigen die Preise an. Und in dem Fall war es so, dass eben dass das Geld immer weniger wert wurde. Und dann haben die Leute angefangen, teils noch im selben Gebäude, die Scheine wieder gegen Schilling umzutauschen, weil sie gemerkt haben, dass der schlechte Schilling immer noch besser ist als der Silvio Gesell-Dollar. Und dann wurde das Experiment beendet. Selbst wenn es die anderen 100 Gemeinden das auch gemacht hätten, wäre wahrscheinlich noch nicht mal der erste Bauboom entstanden, weil die Leute ja gemerkt hätten, aus der ersten Gemeinde, die Leute hätten das weitererzählt, dass das Geld eben nichts wert ist, weil es immer weniger wert wird. Also das System ist von selbst gescheitert. Leider hat es tatsächlich die Zentralbank verboten, sodass bis heute der Mythos besteht, das wäre erfolgreich gewesen. Aber auch hier sage ich, wenn wir keinen Staat haben, dann kann jeder von euch kann eine Stadt oder ein Dorf gründen, in dem die einen benutzen Geld, das immer weniger wert wird, die anderen benutzen Geld, das immer mehr wert wird. Und dann wird man sehen, was sich durchsetzt. Ich wette darauf, ja, dass sich das durchsetzt, wo das Geld immer mehr wert wird. Das ist für mich die entscheidende Frage, auch für unsere Zuschauer, die damit liebäugeln, Zinskritiker entweder zu sein oder nicht zu sein. Es gibt ja hier, also ich habe es für mich irgendwann mal darauf hinauskristallisiert, Olli, du sagst, ist doch klar, wenn ich als Anbieter eines Produkts oder einer Dienstleistung wählen kann, dann sage ich, gib mir Gold. So, was will ich mit dem Schwundgeld, wo ich zusehen muss, dass ich es möglichst schnell wieder loswerde? Und Ludwig zum Beispiel sagt, nein, wenn ein Schwundgeld als staatlich akzeptiertes Zahlungsmittel eingeführt würde, würde es sich automatisch durchsetzen an einem freien Markt. Die Argumente dafür würden mich interessieren. Okay, kann ich anfangen? Ja, klar. Ja, okay. Also die Argumente gegen das Schwundgeld, die kommen aus der Perspektive jetzt dessen, der Geld gerne horten möchte oder der Geld gerne investieren möchte und gerne einen Zins dafür haben möchte. Es gibt aber auch noch andere Perspektiven, die man einnehmen kann, und das ist die Perspektive des Verbrauchers und die Perspektive des Kreditnehmers. Und aus der Perspektive gesehen ist es so, dass du als Verbraucher, sagen wir mal, wir haben jetzt einen Pluralismus von Währungen, du hast, oder machen einfach zwei, der Einfachheit halber, du hast jetzt einen Euro in der Tasche und du hast ein Umlauf mit Umlaufsicherung behaftetes Geld in der Tasche, wo einmal pro Monat eine Steuer... Kannst du bitte als Gegenpol nicht den Euro nehmen, weil das ist ja auch Schwundgeld, sondern als Beispiel Gold nehmen. Ja, oder Gold. Okay, nimm mal Gold. Nimm mal Goldmünzen, ja. Egal. Okay, und du hast das Schwundgeld in der Tasche. So, wenn du jetzt als Verbraucher beides in der Tasche hast und du kannst beides als Zahlungsmittel einsetzen,
und du hast einen Preis in Gold und du hast einen Preis im Schwundgeld. Und dann du hast das Schwundgeld in der Tasche, dann nimmst du als Verbraucher natürlich das Schwundgeld und zahlst damit, weil du nicht die Steuer zahlen willst. Genau. Das heißt, du hast im Prinzip zwei Währungen. Du hast dann das Gold als Hortungswährung und du hast das Schwundgeld als Zahlungswährung. Genau, aber der Geschäftsinhaber... Ja, da hat der Oliver schon recht. Also der Geschäftsinhaber, der nimmt dann, der sagt, nee, ich nehme das Schwundgeld nicht, ich nehme das Gold. Das stimmt schon, was der Oliver da sagt. Aber ich habe dann da noch eine andere Erklärung dafür. Ja, natürlich hätte der Verkäufer hat dann eher das Interesse zu sagen, er hätte gerne das Gold. Es gibt natürlich einen freien Wechselkurs zwischen den beiden. Und also auch das Gold hätte dann einen Preis im Schwundgeld. Und es ist aber so, dass, sagen wir mal, wenn er weiß, okay, ich kann das Geld jetzt nicht schnell genug wieder ausgeben, um der nächsten Gebühr zu entgehen, dann hat er eine Gebühr von, bei 6% im Jahr ist es ein 0,5%. Das heißt, er kann sich, wenn dann der Käufer sagt, also ich möchte jetzt nur im Schwundgeld bezahlen, ich will nicht in Gold bezahlen, dann hat der Verkäufer die Wahl, mache ich das Geschäft jetzt mit Schwundgeld oder mache ich das gar nicht? Weil er sagt, okay, das ist jetzt gleichbedeutend mit einem 0,5% Rabatt, gebe ich den Rabatt. In den meisten Fällen wird er sagen, okay, einen Rabatt von 0,5% kann ich geben. Also nehme ich das Geld. Und weil es ja letzten Endes eher der Käufer ist, der entscheidet, ob ein Verkauf zustande kommt, wenn man sich auf den Preis einigen kann. Und dann hat man die Position des Kreditnehmers, der, wenn er Gold leihen würde, ist es im Normalfall auch mit Zinsen behaftet. Und wenn er einen Kredit mit Umlaufsicherung nimmt, der wird dann zinsfrei sein und dann ist es der billigere Kredit, das zinsfrei fließende Geld zu nehmen. Das heißt, auch auf der Kreditnehmerseite werden aber dann wenn du sagst, du hast sechs, genommen hast... und das zinsfrei fließende Geld kommt in Umlauf und das Gold halt als Kredit nicht. Das kommt darauf an, wenn dein Schwund 6% beträgt und ein anderer verleiht für 3% Gold, dann nimmt er natürlich da auch Gold. Aber ich bin jetzt total einverstanden. Mach mal gerne die beiden Systeme. Ich bin 100% sicher, nach 4 Wochen ist das Schwundgeld verschwunden. Ja, auch wenn also gegen keinen Markt schon, ja. Da habe ich überhaupt nichts zu sagen. Und ich denke, das würde halt fürs Verständnis als Laie kurz rein fragen darf. Auf mich macht es folgenden Eindruck. Schwundgeld funktioniert sehr gut und läuft auch sehr schnell um, aber wahrscheinlich braucht es eine staatliche Anordnung, dass das Geld gesetzliches Zahlungsmittel ist. Wenn zum Beispiel der Landesfürst sagt, die Steuern sind automatisch in Schwundgeld zu entrichten, dann muss es benutzt werden und dann läuft es auch um wie die warmen Semmeln, weil es will ja keiner lange halten. Die Frage für mich ist, wenn jetzt jemand einen Kryptocoin entwickeln würde, der auf Schwundgeld-System funktioniert, würde der Gibt es schon. Und läuft der gut? Nee, da liegt bei 0,000, also die letzte Stelle, die gibt eins, weil die natürlich niemand will. Ja. Ja, ist ja klar, es will ja auch niemand Steuern zahlen. Ja? Also es will ja auch niemand Steuern bezahlen. Und das Schwundgeld ist ja ein Mittel, um Steuern einzutreiben. Und es ist ja klar, dass man dann auch einen Staat braucht. Und es dient ja auch dazu, das Gemeinwesen zu finanzieren. Ich meine, der Staat, der hat natürlich einen schlechten Ruf, weil er jetzt sich, also heute, also das, was wir heute unter Staat verstehen, weil er sich ja in unser Leben einmischt, in Dinge, die ihn überhaupt nichts angehen und die Staatsquote enorm in die Höhe getrieben hat. Wenn wir allerdings einen Staat hätten, ja, der sich wirklich nur darauf beschränkt, was seine Kernaufgaben eigentlich sind, dann wäre diese Gebühr, diese Umlaufgebühr ja sehr gering. Und dann hätten wir den Vorteil dieses Geldsystems, das ja auch einen einheitlichen Standard bietet, ja, der wäre ja dann trotzdem gegeben. Das heißt, wir haben dann ein Geldsystem, was als Infrastruktur uns ja auch den Tausch erleichtert. Also ohne Geld geht es nicht, da sind wir uns ja, denke ich, sowieso alle einig. Und was Gold betrifft, das hat auch in der Geschichte viele Probleme hervorgerufen. Ja, Umweltverschmutzung, Goldförderung und so weiter. Das ist auch nicht alles Gold, was glänzt. Ja. Also das mit dem Schwundgeld, das darf man nicht mit frei konkurrierenden Währungen vergleichen, denn es ist eine Möglichkeit, ein Gemeinwesen zu finanzieren. Also durch das Schwundgeld wird ein Gemeinwesen finanziert. Und deswegen habe ich vorhin auch das Thema nochmal drauf gelenkt, dass in allen Systemen, die hier vorgeschlagen werden, irgendeine Art von Recht etabliert wird.
und irgendeine Art von Recht zu etablieren auf einem Gebiet im Rahmen eines Volkes, dann hat man schon wieder einen Staat. Und dieses Recht, um das durchzusetzen und die Aufgaben dieses Staates durchzusetzen, braucht man irgendeine Finanzierung. Und ob man es nun über Steuern macht oder über Schwundgeld, das ist jetzt hier die entscheidende Frage. Aber dass das Gemeinwesen und die Durchsetzung des Rechts, die auch der Oliver fordert, ja, weil Oliver, wenn du nämlich forderst, ein Recht durchzusetzen, dann forderst du einen Staat. Ja? Ohne Staat gibt es kein Recht. Punkt. Nein, also vielleicht ganz kurz eine Zahl für die Zuschauer, die meine Sachen nicht so kennen. Der Staat gibt heute für die Sicherheit seiner Bürger 50 Euro im Monat aus. Also das ist Justiz, Polizei, der gesamte Apparat. Und da liegt das Geheimnis, du zahlst 50 Euro an eine Versicherung, die dein Recht vertritt und die beauftragt eine Sicherheitsfirma. Und Unternehmen, die schlechte Richterunternehmen, die schlechte Urteile fällen, so wie es heute gang und gäbe ist, scheiden aus dem Markt aus und so entsteht das Recht. Ich brauche dazu keinen Staat. Es ist also, dann ein Staat. Nein, da, wo ein Gebiet, auf dem Staat ein Recht gilt, ist ein Staat. Ja? Dann kommt sonst irgendjemand und gibt dir dein Recht nicht. Lauter verschiedene Richterunternehmen oder auch, wir haben es in unserem Ressort, machen wir das so, das steht bei uns in den Verträgen drin, dass wenn zwei Parteien einen Konflikt haben, dass sie sich dann auf einen Konfliktentscheider einigen. Wenn sie sich nicht einigen, wird das ausgewürfelt und dann müssen sich die Leute dran halten. Ja, also kurz, ja, und was machst du mit denen, die sich nicht dran halten? Was machst du mit denen, die sich da nicht dran halten? Das Sicherheitsunternehmen schwert ihn dann ein, so wie jetzt der Staat ihn einschwert. Ja, dann ist es ein Staat, dann hast du wieder einen anderen Staat. Das ist kein Staat, das ist der konkurrierende Unternehmen, aber egal. Also, ich fasse mal kurz zusammen meine Erkenntnis. Ich würde dann sagen, solange es Staaten gibt, sollen die bitte dazu verdonnert werden, ihre Steuern in Schwundgeld einzutreiben, damit sich nicht immer die Goldhaufen an wenigen Stellen ansammeln. Und wir machen ansonsten, was wir wollen. Ja, also dann Franz gleich, der wollte was sagen. Ja. Aber was dann eintritt, wenn du Schwundgeld festlegst, ist, dass es eine Flucht in Sachwerte dann gibt. Deswegen ja im Plan B die Bodenreform, da werden wir jetzt nicht dazu kommen. Aber das wird auf jeden Fall, egal was du machst, passieren, wie es auch im jetzigen Schwundgeld passiert, dass sich die Leute versuchen auszuweichen und dieses Schwundgeld loszuwerden. Und das führt dann eben zu einer Inflation der Preise und zum Anstieg, also im heutigen Schwundgeldsystem. Und das muss man dann mit drakonischen Strafen verhindern. Man muss Gold verbieten, man muss verbieten, Zigaretten zu kaufen, die auch als Geld fungieren können oder irgendeine Ware. Das funktioniert von vornherein nicht, weil die Leute eben es nicht wollen, dass ihr Geld weniger wert wird. Und das ist auch nichts Schlimmes, dass sie das nicht wollen, weil sie wollen es für ihr Alter ansparen, sie wollen es für ihre Kinder ansparen, sie wollen es für die Ausbildung ihrer Kinder ansparen. Und es geht alles bei Schwundgeld nicht. Und deswegen funktioniert. Oder falls man mal krank wird, unvorhergesehenermaßen. Das heißt, das mit der Praktikantenzeit kann so gar nicht funktioniert haben über 250 Jahre. Ja, Franz wollte jetzt noch was sagen. Ich glaube nicht, dass es funktioniert. Franz? Ja, ich wollte jetzt, weil von Geld die Rede war, dass mehr wert wird und Geld, das weniger wert wird, auch noch eine dritte Perspektive einbringen, nämlich Geld, das von Anfang an gar nichts wert ist, also ohne intrinsischen Eigenwert, dass das auch gar nicht behauptet, dass weder als Tausch noch als Wertaufbewahrungsmittel, sondern nur als Maßstab funktioniert. Reiner Maßstab. Und das Schöne, es wird auch nicht weitergegeben, weil auch nicht getauscht wird. Stellen wir uns einfach mal vor, wir denken ja, wenn wir heute an Wirtschaft denken, an Produktion und an Konsum, an Kauf, dann noch an Miete, Leihe, ja, natürlich auch Geschenk, aber im kleinen Rahmen und meistens nur so privat. Aber wir haben da einfach zu wenige Bausteine für die Modellierung. Ja. Nehmen wir mal an, wir würden diese Spielregel des symmetrischen Preises durchbrechen. Denn der Preis zwischen einem Produzenten und einem Konsumenten, der hat ja in Wirklichkeit für diese zwei Teilnehmer ganz unterschiedliche Aufgaben. Ja, auch in der alten Ökonomie ist das klar. Der Produzent, der muss seine Kosten decken und der hätte auch gerne einen Gewinn. Und den hätte er in Wirklichkeit gern sicher. Das ist ja das Problem der Finanzwirtschaft, dass die plötzlich behauptet hat, die Unsicherheit, das Risiko, ja, wären mehr wert. Ja, also das ist ja vollkommen verrückt. In der Realwirtschaft ist das pervers, aber die Finanzwirtschaft hat das so hineingeschmuggelt, dass jetzt die Realwirtschaft mehr oder weniger die Risikoprämien für die Finanzwirtschaft verdienen muss. Also das ist ja auch, das ist zum Beispiel echter Diebstahl, systemischer Diebstahl, der ihnen da gelungen ist. Aber wenn ich jetzt sagen kann, ein ehrlicher Unternehmer,
der immer richtige Qualität guter Produkte liefert, dem gönne ich auch seinen abgesicherten Preis und der braucht kein Risiko zu haben. Der braucht sich dann zum Beispiel auch gar nicht dagegen zu versichern. Ja? Aber was heißt Entschuldige, Zwischenfrage. Was heißt, ja. Er braucht kein Risiko? Er hat ja Risiko ist Teil des Lebens. Also Moment. Er hat kein finanzielles Risiko. Wenn er die Waren, ja, in dem Zustand zum Kunden bringt, wie das ausverhandelt war, wie das von ihm erwartet wurde, und der Kunde bestätigt ihm die Qualität, wie in der Marktwirtschaft. Ja, der Kunde ist also immer der Qualitätskontrolleur. Wenn der zufrieden ist, ist alles gut. Dann passiert etwas Merkwürdiges. Dann wird nämlich dem Produzenten Geld geschöpft. Dann buche ich ihm Zahlungsmittel an Ertrag, ist gleich Eigenkapital, und plötzlich hat er sein Geld. Und das Schöne ist, dieses Geld entsteht auch, wenn der Kunde kein Geld hat. Ja? Oder wenn der Kunde nicht zahlen möchte. Ja? Der Kunde ist nur noch der Qualitätskontrolleur und sagt, dein Produkt ist gut. Ja? Zack, der Produzent hat sein Geld. Aber was ist denn der Unterschied, wenn ich kaufe jetzt etwas und finde das Produkt gut und dann der andere hat das Geld? Wo ist denn die Weitergabe, die symmetrische Weitergabe der Tokens. Ja, wenn ich sage, ich brauche 5, der Produzent will 5 haben, dann kriegt er die 5 nur, wenn man sie mir als Kunden wegnimmt. Und das halte ich nicht für fair. Ja, aber ich halte es schon für fair. Also ich halte es gar nicht für fair. Ich sage dir auch warum. Der Kunde, der Preis des Kunden in der Ökonomie hat der Kundenpreis exakt nur eine einzige Aufgabe. Anerkannt in der klassischen Ökonomie, nämlich ein zu geringes Angebot auf eine zu große Nachfrage zu verteilen. Okay? Wissen wir ja, ne? Also wenn das Angebot zu gering ist, Nachfrage ist größer, dann steigt der Preis. In der heutigen Situation heißt das, dass nur noch die Zahlungskräftigen sich das leisten können. Ja? Die anderen gehen einfach leer aus. Ja. Jeder, der sich was kauft, kann sich's leisten, könnte das ja nicht kaufen. Ja, genau. Das ist aber das ist die soziale Ungerechtigkeit, die wir heute so empfinden. Weil wir sagen, oh Gott, da gibt es jetzt zum Beispiel tolle Luxusartikel, ja? Aber suchen so viele Leute. Du willst quasi jedem ein Luxusauto schenken, weil er es haben will. Und der sagt, das Luxusauto Moment, ist. Nein. Ich sage etwas ganz anderes. Ich sage, wenn der Bäcker an der Ecke, ja, sein Viertel mit Brot und Gebäck versorgen kann in bester Qualität, ja, und die Leute melden sich dort an und sagen, Freitag komme ich und hole mir so und so viel, damit du auch die Kapazität planen kannst. Ja? Und er schafft das. Ja? Und alle sind ausreichend, er deckt den lokalen Bedarf. Dann sollte im Gegenzug der Wunsch des Kunden respektiert werden, dass er gratis konsumiert. Dann holt sich der das umsonst ab. Ja? Es wird einfach nur dem Bäcker Geld geschöpft. Zahlungsmittel an Ertrag. Okay. Was macht er mit dem Geld? Mit dem kann er ja nichts anfangen, weil du sagst, sonst. Dieses Geld wird dem Kunden, wenn er einkauft, so wie heute auch, ja, nur dann vernichtet, wenn eine Knappheitssituation besteht. Also nur Laufkundschaft. Die Laufkundschaft, da kommt jetzt plötzlich einer rein, der nicht bestellt hat, sagt, ich hätte das gerne, sagt er, da entsteht jetzt ziemlich sicher Knappheit. Das heißt, wir machen eine Mini-Auktion. Wie viel ist es dir wert? Zack, 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 zack nach oben. Ja? Und jetzt wird dem zum Beispiel dann 3 Token vernichtet. Aufwand an Zahlungsmittel ist dann weg. Dafür kriegt er das, was momentan knapp ist. Und wenn der Bäcker den als neuen Kunden einplant für die Zukunft, ja, dann verdient er zwar dazu, aber der neue Kunde durch erweiterte Kapazität kann gratis konsumieren. Das ist meine Idee des Informationsgeldes und ich sage ja genau warum. Das ist ein Geld, das an einer Stelle entsteht und gelöscht wird und daher nie wieder über Leitungen oder irgendwo transportiert werden muss. Das ist ein Geld, das nicht den Mangel institutionalisiert, sondern das sozusagen alle Kunden dafür belohnt, wenn die Kapazitäten richtig geplant werden und überall der Bedarf gedeckt wird. Ja, das also ist wenn die, du meinst, wenn die zentrale Planwirtschaft beim nächsten Mal funktioniert? Dezentrale Planwirtschaft, die dezentrale. Wenn ja, aber, jetzt diese Konkurrenten mehr sind, die können jetzt kooperieren. Der Prozess, den du beschreibst, ist das Geld konkurrieren müssen. Das ist doch der Prozess, der Marktwirtschaft passiert, dass da, wo Güter knapp werden, werden, wie du schon gesagt hast, werden sie teurer. Und genau dadurch werden die Ressourcen in die richtige Richtung gelenkt, dann merken die Marktkarten, okay, die Leute wollen... Dass Ressourcen durch den Preis in eine Richtung gelenkt werden, das stimmt so nicht.
Es ist eher so, dass die Ressourcen von der Quantität her so dimensioniert werden, ja, an bestimmten Regionen, an bestimmten Märkten, damit dann die optimalen Preise erzielt werden können. Das heißt, die Steuerungsfunktion des Preises geht in die komplett falsche Richtung. Ja? Also nehmen wir an, ein Goldeigentümer, bleiben wir mal bei Gold. Ja? Ja. Ein Goldeigentümer, der weiß, dass er in Amerika den Preis X kriegt und in China den Preis Y. Mhm. Und die sind unterschiedlich. Na, der wird sich das so einteilen, dass er die optimale Arbitrage-Möglichkeit hat. Ja. Okay? Und das heißt aber nicht, dass die Ressource richtig verteilt wird, sondern dass er den optimalen Gewinn abschöpfen kann. Ja. Dazu sind ja die Ressourcen optimal verkommen. Genau deswegen werden die Ressourcen optimal verteilt, weil das da einkaufen muss. Das ist die ideologische Rechtfertigungsstrategie. Ja? Weil warum kann einer, der finanzwirtschaftlich denkt, das heute bedenkenlos hinausposaunen, weil die Maßgröße, ob die Ressourcen richtig verteilt sind, die sehen wir in seinem Bilanzgewinn, aber nicht in der Anzahl der Leute, die verhungern, weil sie sich den Reis, den er verkauft, gar nicht leisten können. Die verhungerten Leute haben keine... Die verhungerten Leute haben wir ja heute in dem jetzigen Schwundgeldsystem. Eben. Aber ein wesentlicher Mitgrund dafür ist dieses dämliche Gesetz von Angebot und Nachfrage. Ja? Was heißt denn, du wolltest doch selber gerade irgendwas versteigern. Ich habe es nicht genau verstanden, was ja, du... Ja, ich versteigere nur in einer wirklichen realwirtschaftlichen Knappheitssituation. Und da das System lernfähig ist, wird es dann die Knappheit beseitigen, weil dann gratis konsumiert werden kann. Du sagst, es gibt keine Knappheit. Einerseits gibt es keine Knappheit, andererseits willst du beseitigen. Es gibt sie realwirtschaftlich nicht. Sie wird aus finanzwirtschaftlichen Gründen künstlich erzeugt, ja, damit Gewinne abgecasht werden können. Es ist im Prinzip das Gleiche wie mit dem Informationsparadoxon der Märkte. Wir wissen heute, ja, dass eine Information am Markt nur dann einen Wert hat, wenn ich sie habe und die anderen Marktteilnehmer haben sie nicht. Die sind ja bekannt, okay? Was heißt das aber? Das heißt, wenn der ganze Markt weiß, ein Produkt hat den Wert von 100 und daher auch den Preis von 100, ja, und alle Marktteilnehmer sind vollständig informiert und dieser Meinung, dann gäbe es keine einzige Transaktion, ja, weil keiner könnte einen Gewinn erzielen und alle würden nur die Transaktionskosten verlieren. Das ist das Informationsparadoxon des Marktes. Und weil durch das Internet genau das möglich wurde, dass man global sagen konnte, was ist der wahre Preis und alle hatten die gleiche Preisvorstellung, bestand immer die Gefahr, dass die Transaktionen einfrieren, weil keine Gewinne möglich waren. Und deswegen musste man künstlich Informationsasymmetrien durch Propaganda und durch Fehlinformationen in die Welt setzen, damit wieder Preisfluktuationen möglich waren. Alle gleich informiert sind, ja, gibt es kein Ungleichgewicht mehr. Und das Ungleichgewicht ist aber die Voraussetzung für den Gewinn. Ja, also es ist natürlich besser, je mehr Informationen ich habe. Aber es ist eben nicht so, dass es einen Preis für alle gibt, sondern das berühmte Beispiel aus der österreichischen Schule, auch aus meinem ersten Buch, ist, einem Verdurstenden in der Wüste ist Wasser wesentlich mehr wert als jemanden im Supermarkt, wo es eine Auswahl zwischen 1000 verschiedenen Mineralwasser gibt. Es ist eben subjektiv, was einem Einzelnen etwas wert ist. Es gibt kein Objekt, das ist die Grundlage. Darf ich dir auf dieses Beispiel auch gleich eine Antwort geben, Oliver? Ja. Du siehst sofort wieder, das ist unvollständig, das Beispiel, denn du schaust jetzt nur auf den Preismechanismus, nicht auf die Technologie. Wenn du in der Wüste bist, nimmst du ein paar Quadratmeter Plastikfolie mit und am Abend spannst du die Folie auf, bildest einen Trichter und hast in der Früh durch die Tautropfen genügend Wasser, um wieder einen Tag weiterzugehen. So machen es dort auch die Insekten. Perfekt. Du brauchst sogar kein Wasser mitnehmen. Du bist immer überall versorgt, weil es keine Knappheit gibt. Nur aus dem finanziellen. Auch immerhin die ganze Nacht, um das Wasser zu sammeln. Das ist doch das perfekte, einfach mal in den Rüssel reinzutauchen. Das ist doch das perfekte Beispiel für mich. In dem Fall, und du hast recht, wenn er das macht, dann sinkt der Preis von Wasser auf quasi null. So ist es. Richtig. Das ist Technologie, ja, da bin ich ja voll bei dir. Ja, ich sage nur, das geht nur, wenn du eben nicht unser jetziges monopolistisches Geldsystem hast und unser Gewaltmonopol. Ja, dann genau dieser Effekt zum Tragen. Wir brauchen aber für die Übergangszeit noch etwas, ganz wichtig. Wir haben ja, wie du richtig sagst, wenn wir ausreichend Technologie für alle zur Verfügung stellen, erzeugen wir in Wirklichkeit Produkte mit einem Wert von null, Preis null, Marktpreis null, ja, weil wir den Bedarf decken. So, und jetzt kommt die entscheidende Frage, ja, mit welchem Anreiz sollen wir jetzt die Unternehmer in eine Branche locken, wo wir sagen, du schaffst jetzt wirklich bedarfsdeckend die Fülle für alle,
Und ich darf dir was sagen, deine Produkte haben einen Preis von null. Ja, wie soll der noch einen Anreiz haben, sowas herzustellen? Ist doch vollkommen klar. Wir müssen für diese Übergangsphase für die Produzenten im Hintergrund die Geldschöpfung anwerfen. Was wir jederzeit tun können, ist ein Verbrechen, dass der Staat das nicht schon getan hat. Nicht um Inflation auszulösen, überhaupt nicht. Nur im Detail haben die Preise exakt mit der Geldmenge sowieso nichts zu tun. Ja. Preise müsste man ganz anders steuern und das weiß man heute auch. Zum Beispiel die ganzen Aktienblasen, die entstehen, diese Asset Bubbles. Ja. Natürlich ist das Inflation, aber die werden gezielt von den Banken immer in ein ganz kleines Segment gelenkt und dort ausgelöst, bis sie es zum Platzen bringen, wieder zum Profit, ja, weil sie das genau steuern können. Ja. Die Masseninflation wie 1929, das brauchen wir nicht zu fürchten. Das wird nicht passieren. Ich hab noch eine Frage des Laien und vielleicht auch des Zuhörers. Könnte es denn sein, jetzt stellen wir uns mal vor, es werden ja anscheinend Tesla-Türme aufgebaut, noch so ein bisschen, naja, da wird noch nicht in den Mainstream-Medien berichtet, aber es scheint ja dahin zu gehen, dass wir ein Freibrechen von bisher geheim gehaltenen Technologien vielleicht erleben werden in naher Zukunft. Mir kommt es auch so vor, als ob eine künstliche Abhängigmachung von den Monopolisten betrieben worden wäre. Zum Beispiel diese geplante Obsoleszenz, das Zurückhalten von Dingen, die die Marktpreise zerstören würden, weil es auf einmal spottbillig wird. Könnte ein solcher Prozess das Geld als Herrschaftsmittel entmachten, weil wir in die Unabhängigkeit kommen? Absolut. Also darf ich kurz darauf antworten? Ja. Eine kurze Antwort. Stellt euch einmal vor, wir sind jetzt im Bereich der Verschwörungstheorien, nicht? Also wir sind jetzt bei Trump und Q, was vielleicht kommt, wenn die alle gut sind. Ja. Aber stellt euch einfach einmal vor, wenn dieser Prozess der positiven Geldschöpfung verstanden ist, ja, könnte ein Staatenlenker, egal wo, sofort sagen, ich schaffe die Steuern ab. Ich schaffe die Steuern ab. Bei mir gibt es keine Steuern mehr. Ja? Denn bei mir wird das Geld so hergestellt, dass natürlich das, was die Infrastruktur benötigt für die Bevölkerung, geschöpft wird, aber nicht im Übermaß, sodass auch keine Inflation entsteht. Das ist alles möglich heute. Das ist möglich. Ja? Und wenn das passieren würde, nehmen wir an, Trump schafft die Steuern ab, dann hieße das, dass die anderen Staaten, ja, auch keine Steuern mehr erheben könnten, weil die würden den Standortwettbewerb verlieren. Ganz klar, das stimmt das auch, was manche behaupten, dass wenn ein Staat oder eine Gruppe von Staaten hartes Geld einführt, Sound Money, dass dann alle anderen dazu verdammt sind, das auch zu tun, weil sie sonst einen brutalen Wettbewerbsnachteil erleiden werden, so wie China und Indien damals, die zu lange am Silber festgehalten haben? Das hängt davon ab, inwieweit diese Staaten mit der eigenen Produktion Selbstversorger sind oder von ausländischen Ressourcen und Importen abhängig. Ein Staat, der ausreichend groß ist, um die Bevölkerung mit allem, was sie benötigen, selbst versorgen zu können, der kann sich die Währungsspielregeln in diesem Land großteils selbst machen. Der braucht sich auch nicht im Ausland zu verschulden. Denn Staaten sind immer erst dann in Schieflage gekommen, wenn sie sich im Ausland in fremder Währung verschuldet haben. Und das ist ja auch der Kardinalfehler des Euro, dass in Wirklichkeit alle Euro-Staaten jetzt in einer Fremdwährung verschuldet sind. Ja? Das ist das größte Verbrechen von diesem System. Ja? Denn solange es Wechselkurse gab und die Lira halt schön billig war und alle in Jesolo im Urlaub billig einkaufen waren, habe ich schon ewig nicht mehr getan, seit es den Euro gibt. Ja? War alles gut. Deine Frage zu beantworten. Ja, also genauso ist es, wie der Franz gesagt hat, wenn es ausreichend groß ist und die selbst versorgen können, dann fallen die anderen im Wettbewerb zurück. Auch früher, die D-Mark war ja stärker. Aber noch mal ganz kurz, ich habe es zwar schon mal gesagt, der Staat wird dann eben sich trotzdem immer weiter ausdehnen und den Schwund dieser, egal was für eine Währung das ist, den eben immer mehr ausdehnen, weil das ist das, was wir durch die Geschichte immer gesehen haben. Ein Satz noch dazu, jeder Staat ist bisher gescheitert und jeder ist am Ende in einer das weiß ich nicht genau, aber die meisten sind am Ende in einer Hyperinflation untergegangen, weil sie eben ihre Kosten nicht mehr, weil sie eben Geld produzieren mussten, weil das Staatswesen so ausgeufert ist. Deswegen sage ich, nehmt den Staat aus der Gleichung raus und dann ergibt sich das alles von selbst. Aber noch zu deiner Technologiefrage, weil die sehr wichtig ist. Wenn das kommt, dann haben wir ein völlig neues Spiel. Also wenn sowas wie Tesla-Energie, und ich habe ja viel darüber geschrieben, es gibt sowas, es gibt Nullpunkt-Energie und so weiter, es wird im Moment durch den Staat verhindert, im Auftrag der Energieindustrie. Wenn das kommt,
haben wir fast schon die Überflussgesellschaft, von der der Franz spricht, weil dann alles so viel billiger wird, weil letztendlich sind alles Energiekosten und dann müssen wir alle nur noch viel weniger arbeiten. Aber ich brauche dazu dann kein neues Geldsystem, sondern ich brauche, insofern, dass ich einen Währungswettbewerb brauche, aber dann brauchen wir uns überhaupt keine Sorgen mehr darüber machen, weil tatsächlich dann alle auch mehr Freizeit haben, weil die Technologie so weit fortgeschritten ist. Ja. Das ist so, das Ergebnis. Kurz zwischengegrätscht von mir, wenn du sagst, alle Staaten sind gescheitert, weil sie was getan haben, sich überschuldet haben, weil sie das Geldsystem hyperinflationiert haben, oder? Genau, das wenn ist man ja genau der Moment, an dem sind die meisten Staaten, das ist vielleicht interessant im Moment, untergegangen, also da, dass sie sich zu weit ausgedehnt haben, Brot und Spiele, da vergessen die Leute immer das Brot beim Römischen Reich, an der Inflation und an der Immigration. Das ist auch noch ganz interessant. Ja, aber das Ganze hat dann beim Römischen Reich mit hunderten von Jahren von Feudalherrschaft geendet, so wie ich informiert bin. Droht uns denn jetzt das oder seht ihr, die Frage geht an alle, seht ihr Tendenzen, seht ihr Hinweise darauf, dass, also für mich ist es ganz eindeutig, dass wenn die jetzt so weitermachen, die Staaten, zum Beispiel unsere EU, dass die einfach sagen, wir greifen in die EZB-Kasse und holen uns das Geld. Damit befeuern sie ihren eigenen Untergang und den Untergang der Währung, an der sie hängen. Wie gäbe es da einen erlösenden Weg heraus aus dieser Nummer? Denn wir enden ja im Globalkommunismus, wenn das so weiterläuft. Wenn sonst niemand will, ja, ich glaube, das bricht einfach zusammen und die Hoffnung in Anführungszeichen, also es wird das Geldsystem, was wir uns wahrscheinlich einigen, wird einfach zusammenbrechen, es ist nicht nachhaltig. Und dann, in dem Moment, wo die Staaten zusammenbrechen, dann ist die Frage, ob sich so dezentrale Lösungen eben durchsetzen, die alle schon in der Mache sind. Ja? Also eben über Kryptowährungen. Krypto ist ja nicht nur Geld, sondern da können Verträge abgewickelt werden. Es wird ein Uber auf Kryptobasis geben, es wird ein eBay auf Kryptobasis geben. Das Wichtige ist, ich nehme den Mittelmann raus. Das heißt, der Kunde, ja. Das wird ganz wahrscheinlich gefallen, der Kunde und der Anbieter, der Uber-Fahrer, die teilen sich den Gewinn, ja, weil die Software das macht und das kein Unternehmen direkt machen muss. Das ist so, die Share Economy wird, ich sage dann immer, das ist Kommunismus meets Kapitalismus, das ist dieser Zwischenweg, dass durch die Kryptowährungen das fair aufgeteilt wird zwischen Anbieter und Kunde, was eben nicht in jedem Geschäft möglich sein wird, aber sowas wie Uber ist ein klassisches Beispiel. Warum gibt es da diesen Mittelmann noch? Und dann werden wir meiner Meinung nach, oder haben wir eine große Chance, dass wir automatisch in das reingleiten, in die staatenlose Gesellschaft, in der dann eben auch jeder frei entscheiden kann, in denen solche Technologien, also eine Sache zum Beispiel, solche Technologien, dass sich die durchsetzen, ist auch eine Frage des Geldes. Ja? Also wenn ich gehe davon aus, dass Bitcoin-Milliardäre entstehen werden, die das dann einfach fördern und sich eine Armee anschaffen, dass sie sich schützen und nicht umgebracht werden. Und aber wie war das mit diesem NSA-Code? Das hat ja bei mir die Alarmglocken schrillen lassen. Ich frage in eigener Sache. Ja, also der Bitcoin benutzt den NSA-Code und der gilt als sicher. Ich habe aber mal argumentiert in meinem Magazin, also öffentlich noch gar nicht drüber gesprochen, es kann sein, dass da eine Backdoor drin ist. Also bis jetzt wurde die nicht entdeckt, aber derjenige, der einen Code schafft, der könnte eine Backdoor einbauen, die noch nicht entdeckt worden ist. Deswegen finde ich seltsam, dass die ausgerechnet den NSA-Schlüssel hergenommen haben. Aber es gibt eben auch Kryptowährungen, die nicht den NSA-Schlüssel verwenden. Auch da muss man dann hinschauen, da hat der Franz recht. Wer weiß, ja, vielleicht ist da auch eine Hintertür eingebaut. Aber ich sage am Ende, klar, da werden ein paar untergehen, aber am Ende wird sich einer durchsetzen, wo dann der Code tatsächlich nicht vom Staat geschaffen ist, wie der NSA-Code, und der dann auch sicher ist. Und deswegen ist eben nicht sicher, welche Währung sich durchsetzen wird, aber dadurch, dass der Wettbewerb passt, am Ende werden wir es wissen, was sich durchgesetzt hat. Und bitte noch etwas, das möchte ich jetzt in dem Zusammenhang immer wieder erwähnen, und das sollte auch in den Kreisen der Kryptowährungsanhänger nicht untergehen. Es ist immer noch nicht gelöst, das theoretische Problem, ist die Software, deren Code ich mir als Open Source runterladen, lesen und vielleicht auch verstehen könnte, ja, ist das wirklich der Code, der in meinem ausführbaren Programm läuft? Oder ist das Exe, also das Programm, das ich selbst mir runterlade, um es laufen zu lassen, ja, hat das eine andere Codebasis? Es gibt bis heute keine technische Lösung für dieses Problem. Ja? Und solange dieses Problem nicht gelöst ist, das war, möchte ich sagen, einer der Gründe, warum ich mich als IT-Auditor für die Wirtschaftsprüfer komplett zurückgezogen habe. Ich gesagt habe, ich prüfe ein SAP-System, ja, was auch immer, ich gehe in die Einstellungen hinein,
Ich kann aber nicht sagen, ob das System, das ich geprüft habe, das ist, mit denen die die Wirklichkeit die Bilanzen erstellen. Ja, ja, aber ich brauche ja keine Software. Wenn ich eine Brain Wallet habe, brauche ich ja gar keine Software, die das benutzt. Ich glaube, was der Franz meint, ist, dass die ein White Paper rausgeben und ich weiß aber gar nicht, ob das Ding eine Fälschung ist und ob es wirklich so funktioniert oder ob es in Wahrheit anders funktioniert. Richtig. Das habe ich dich richtig verstanden, Franz. Ja, absolut. Und auch wenn du den Quellcode hättest, ja, auch wenn du den Quellcode hättest, wäre nicht sichergestellt, ob dieser Quellcode der ist, der deiner laufenden Applikation zugrunde liegt oder ob die von einer anderen Codebasis generiert wird. Aber die Performance über die Jahre hinweg müsste ja letztendlich so nach dem Motto, an ihren Taten wirst du die Kryptowährungen erkennen, müsste sich ja dann doch irgendwann abzeichnen. Ja, oder? Das ist immer so. Das läuft alles im guten Glauben bis zum Tag X, wo man dann erstmals draufkommt, es war doch anders. Ja. Ah, okay. Hm. Ja, also wie gesagt, da würde ich sagen, dass es sich dann irgendwann mal halt herausstellt. Aber es mag sein, müsste ich mir jetzt genau anschauen, es mag sein, dass das eine Problematik ist. Ich sehe es jetzt erstmal nicht, weil wie gesagt, ich brauche ja selber gar keine, ich brauche zwar eine, also ich kann eine App benutzen, aber ich muss keine App benutzen. Also zum Beispiel, wenn ich mir eine Brain Wallet generiere, dann kann ich dir meine Bitcoin rüberschieben, ohne eine Software zu benutzen. Aber egal, also meine Antwort darauf ist, das sehen wir dann, ja. Aber natürlich, Software ist immer, stecken immer Tücken drin, ja. Ja. Ja, ich weiß nicht, ob wir jetzt so ein bisschen an so einer Zäsur angekommen sind, wo wir sagen könnten, wir haben unglaublich viele Themen heute abgearbeitet. Ich bin begeistert, wie das Gespräch gelaufen ist. Gibt es irgendwelche wichtigen Punkte, die wir heute noch erwähnen sollten, damit es eine runde Sache wird? Oder wollen wir sagen, für heute reicht es erstmal? Vielleicht wieder noch ein Schlusswort. Ja, vielleicht darf ich auch noch mal irgendwie zu Wort kommen. Ja. Wir Schungischweine! Ja, also ihr habt jetzt unfassbar viele männliche Aspekte reingebracht, sagt jetzt die Frau. Und die Frage war halt auch immer wieder, wie kommen wir da hin? Ja, wie kommen wir in diese Veränderung? Und das fängt erstmal an, indem halt erstmal jeder bei sich selbst anfängt. Ne? Also das heißt, das ganze System, egal in welche Richtung ihr das auch ausdenkt oder ausrechnet oder es sich schlussendlich entwickelt, Fakt ist eins, wir haben unser Leben halt einfach selber in der Hand und ein System kann es nur deshalb geben, weil wir es zulassen, dass es dieses System gibt. Und es ist, glaube ich, erstmal ganz wichtig, dass jeder in seinem eigenen Bereich, in seinem privaten Bereich anfängt, wie wir vorhin das schon hatten mit dem Schamanen, die setzen sich dann hin und die machen das in ihrem eigenen Rahmen und gehen dann auseinander. Erstmal da wirklich aufzuräumen und dann braucht es natürlich ein System und es braucht natürlich auch ein Tauschmittel, das ist nicht die Frage. Trotz alledem, wenn wir, jetzt bin ich auch beim Thema Ego, wenn wir unser Ego einfach mehr anschauen würden und uns überlegen würden, ja, brauche ich diesen Porsche oder brauche ich die dicke Villa und uns aufs Wesentliche konzentrieren, dann braucht man halt auch nicht mehr so extrem über Zinsen und Zinseszinsen und die ganzen Dinge halt reden. Also es ist so meine... Ja, meiner Meinung nach ist es aber, ich gebe dir da recht, aber das ist ein spirituelles Thema. Also ein Porsche macht nicht glücklich, aber manche Leute denken, dass es sie glücklich macht und meiner Meinung nach ist es eine karmische Sache, ja, das zu lernen über die Generationen, über die Wiedergeburten, weiß nicht, wie viele da in der Runde dran glauben. Ja, das heißt, du wirst es dann merken, weil es auf dich selbst zurückfällt, wenn du, also Porsche kaufen ist jetzt nichts Böses, aber wenn du zum Beispiel unlautere Geschäftspraktiken angewandt hast, um zu Porsche zu kommen, dann wirst du, dann kommt das Karma auf dich zurück. Das ist einfach kein ökonomisches Thema, sondern... Doch schon, weil beides zusammengehört. Also du brauchst das Bewusstsein, aber du brauchst auch die Ökonomie und du musst in die Mitte gehen und nur dann kann sich irgendetwas verändern. Wenn du sagst, nur Ökonomie, läuft das nicht. Wenn du sagst, nur Spiritualität, läuft das nicht. Das muss in die Mitte gebracht werden. Deswegen die Diskussion, klar, ja, Hintergrundwissen, super. Ne? Was, es ist, wir dürfen uns nicht vergessen. Es ist schon so ein bisschen das Pferd von hinten aufzäumen, aus meiner Sicht. Denn da werden, ich bin da immer total allergisch, wenn es heißt, wir müssen jetzt alle erstmal dies, jenes und das machen. Und dann kann es besser werden. Ich sage, das ergibt sich automatisch, wenn alles auf Freiwilligkeit beruht. Dann werden die Menschen besser, sie gehen mehr in die Selbstverantwortung und sie,
Sie werden auch freiwillig etwas anderes tun. Aber heute wird uns ja per Zwang 70% Steuern und Abgaben abgenommen. Und dann sollst du für den restlichen 30% noch gut sein. Ja? Also deswegen sage ich, wenn wir eine natürliche Ordnung, wie ich das nenne, habe, dann setzt gleichzeitig auch dieser Bewusstseinsprozess ein. Ja, nee, das sehe ich ein bisschen anders. Ich sehe das so, dass sich erst der Bewusstseinsprozess einsetzen muss und es dann erst in die Veränderung gehen kann. Ja, also wir sind wieder im Gleichgewicht. Ja, also das ist einfach eine These, aber ich sage, nimm den Staat weg und es passiert, aber dann ist ja die Frage, wer macht es? Werden Mehrheiten den Staat abschaffen? Glaube ich eben nicht, sondern es werden eben sich Modelle durchsetzen, Leute, die das schon praktizieren, die was weiß ich, in ihrem Dorf und so weiter. Also für mich ist es eine Gleichzeitigkeit, aber das ist ja keine Sache, die man beweisen kann. Ne? Klar, aber es ist schön. Es ist die entscheidende Frage, weil es gibt ja ganz viele Menschen, die da rumlaufen und sagen, der Mensch ist eine tragische Fehlkonstruktion. Das hat zum Beispiel Ken Jebsen neulich behauptet. Ja. Und da sind wir dann wieder im globalen Umerziehungslager. Also ich bin da ganz bei dir, Olli, dass ich sage, der Mensch ist göttliche Schöpfung und wenn er in die Freiheit kommt, dann wird er in die Gesundung kommen und dann wird er aufhören, diesen ganzen Schwachsinn zu fabrizieren. So sehe ich es auch. So sehe ich es. Ja. Gut. Vielen herzlichen Dank. Ich sage hier nochmal, wie begeistert ich bin, dass es mir gegönnt war, diese Runde so einzuberufen, dass das so auch stattgefunden hat und geklappt hat. Ich bedanke mich bei allen recht herzlich für die zahlreichen, sehr, sehr guten Beiträge. Ich glaube, also für mich war es jedenfalls ein ordentlicher Zugewinn an Wissen und Erkenntnis über das Thema Geld heute. Ich hoffe, das geht den Zuhörern auch so. Und es würde mich nicht wundern, wenn wir in ähnlicher Runde irgendwann nochmal zusammenkommen würden. Ich bin überrascht, wie viele Schnittpunkte ich mit Franz Hörmann hatte. Aber vielleicht sollten wir uns dann mal länger unterhalten. Gerne, jederzeit. Ja, machen wir ein paar Vorschläge. Ich bin immer gerne für so einen Austausch zu haben. Ja. Okay. Gut. Dann, wenn nicht sonst noch jemand ein Schlusswort oder ein Abschiedswort sagen möchte, würde ich sagen, wir beenden die Runde für heute. Vielen herzlichen Dank nochmal und bis demnächst. Danke. Also.